Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Enders, geschätzte Mitglieder des Wirtschaftsbeirats, verehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum öffentlichen Teil der Generalversammlung 2016. Wir haben über 1100 Anmeldungen, deswegen ist nicht nur der Saal voll, sondern zum Teil auch die Galerie, sogar bis zum zweiten Stock rauf. Das ist erfreulich und ist für uns sehr schön, ist aber auch ein Zeichen dafür, dass wir hervorragende Redner gewinnen konnten. Ein Kompliment an Sie, Herr Ministerpräsident, und an Sie, Herr Enders. Und ist ein Zeichen auch dafür, dass das Thema trifft und zieht. Und ist aber auch ein Zeichen dafür, dass in der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung die Menschen bei uns im Lande gerne hören und wissen wollen, wie es weitergeht, wie die Richtung ausschaut, in welche Richtung das Ganze geht. Das Leitthema, und Sie unterstreichen Ihre Verbundenheit mit dem Wirtschaftsbeirat, meine Damen und Herren. Ich freue mich über die Mitglieder und Gäste und heiße Sie alle herzlich willkommen. Es ist ja auch zudem eine jahrzehntelange Tradition in Bayern, dass der bayerische Ministerpräsident zu uns zum Wirtschaftsbeirat kommt und die Grundsatzrede hält. Und deswegen noch einmal, lieber Herr Ministerpräsident, herzlich willkommen bei uns. Ein besonderer Willkommensgruß gilt auch Ihnen, Herr Dr. Enders. Ich freue mich, dass Sie als Chef von der Airbus Group zu uns gekommen sind. Sie haben auch umgehend zugesagt auf meine Anfrage hin. Das war sehr schön und gut. Wir haben Sie gefragt, ob Sie nicht reden würden zur Thematik der internationalen Wertschöpfung, zu den Konkurrenzsituationen, die sich ergeben, zu dem Thema Innovation. Innovation auch im internationalen Vergleich, weil Sie das ja als Chef der Airbus-Gruppe bestens kennen, weil Sie ja mit internationalen Themen permanent beschäftigt sind und von daher den Überblick haben, wie die ganze Angelegenheit ausschaut und was wir aus manchen Bereichen in manchen Ländern lernen können. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Bayern ist einer der stärksten Industriestandorte der Welt und soll es auch bleiben. Unser Wohlstand, unsere Arbeitsplätze hängen im hohen Maß von der Industrie und von der Innovationskraft ab und von der Wettbewerbsfähigkeit. Industrie, Internet und Internationalität als Dreiklang für den künftigen Erfolg. Das Thema haben Sie gewählt und auf das sind wir auch gespannt. Und Herr Enders macht das Ganze nicht, wie erwartet, in einer Rede, sondern deswegen haben wir die beiden Stühle. Er lässt sich interviewen. Das ist eine Neuerung bei uns, aber wir sind gespannt, wie das Ganze läuft. Sie haben einen kompetenten Befrager mitgebracht. Also ich denke, das wird ein interessanter Nachmittag werden. Herzlichen Dank. Von meinem Vorgänger Dieter Soltmann habe ich eine Tradition übernommen. Als bekannter Charmeur hat er immer die Damen als erstes begrüßt. Ich mache das auch. Ich begrüße alle Damen an erster Stelle. Seien Sie alle herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben. Eine Reihe sind ja Mitglieder bei uns, aber es sind viele andere Gäste da. Das ist Frau Soltmann, Frau Nils, Frau Wiesheu und andere. Also ich darf Sie alle. Ich begrüße die Vizepräsidenten, die beide auch neu gewählt worden sind, Herrn Dr. Jürgen Kammer und Herrn Hans Hammer. Wir haben übrigens alle Gremienmitglieder heute neu gewählt und neu bestimmt. Und ich begrüße die früheren Vizepräsidenten, Herrn Staatssekretär Alfred Bayer und Heribert Späth. Herzlich willkommen. Ich begrüße natürlich auch heute unseren Generalsekretär Dr. Jürgen Hoffmann und seine Frau. Frau Hoffmann will zum Jahresende aus der Geschäftsführung ausscheiden. Er hat dieses Amt in den 7 Jahren mit riesigem Engagement geführt, mit hoher Präsenz, mit guten Ideen, mit hoher Kreativität, mit einer engen Kooperation mit den Gremien des Wirtschaftsbeirates.
Er war bei fast allen Veranstaltungen in München und bayernweit präsent. Also das ist ein Riesenaufwand, den er betrieben hat, ein Zeitaufwand, aber es war also ein großer intellektueller Aufwand, weil die Konzepte und Papiere, die im Wirtschaftsbeirat erstellt worden sind, natürlich auch seine Handschrift tragen, seine redaktionelle Überarbeitung, seine inhaltliche Überarbeitung. Es war ein hervorragendes Zusammenarbeiten mit ihm und deswegen, lieber Jürgen, auch an dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank. Ab dem 1. Januar wird Herr Dr. Johann Schachtner das Amt übernehmen. Er war ja, hätte ich fast gesagt, Lehrbub bei Jürgen Hoffmann im Wirtschaftsministerium. Als er begonnen hat, kam er in sein Referat. Als Hoffmann Abteilungsleiter war, wurde er der Referatsleiter. Als Hoffmann zum Wirtschaftsbeirat gegangen ist, wurde er Abteilungsleiter und war die letzte Zeit noch Abteilungsleiter für Internationalisierung und Industrie. Also wir wünschen Herrn Schachtner ebenfalls recht viel Glück und Erfolg bei dieser neuen Aufgabe. So, und dann bitte ich, ab jetzt mit dem Beifall sparsam umzugehen und den am Schluss der Begrüßung anzubringen, weil ich ein paar Namen jetzt nennen will, die ich herzlich begrüße. Ich begrüße Sie alle herzlich, aber ein paar seien doch herausgestellt. Das ist der große Freund der Europäischen Einigung, der frühere Vizepräsident des Europaparlaments, Dr. Ingo Friedrich. Dann die jetzige Sprecherin der CSU im Europäischen Parlament, Frau Professor Dr. Angelika Niebler. Herr Dr. Peter Ramsauer, der Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Abgeordnete Alois Kahl vom Bundestag aus dem Bayerischen Landtag. Den Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration, Herr Johannes Hintersberger. Den Vorsitzenden des Wirtschaftsausschusses, Herrn Staatsminister AD Erwin Huber, den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses, Herrn Peter Winter, den Staatsminister AD Dr. Thomas Koppel, die Staatsminister AD Ottmar Herrmann, dann Frau Mechthild Wittmann, Herrn Florian Herrmann, Herrn Klaus Stöttner, Herrn Bernd Seidenrath und Herrn Markus Blume, den erfolgreichen Chef der Grundsatzkommission, der für sein neues Grundsatzprogramm, das sehr federführend erarbeitet hat, zu Recht viel Beifall bekommen hat. Und die Mitglieder früherer Bundes- und Staatsregierungen, an vorderster Stelle natürlich den früheren Finanzminister Dr. Theo Weigel, herzlich willkommen, den Staatssekretär Ernst Hinsken, Herrn Staatssekretär Dr. Wilhelm Knittel, Herrn Staatsminister Faltelhauser, Herrn Staatsminister Heubisch, Herrn Staatsminister Josef Miller, Herrn Gerald Handler, Herrn Werner Schnappauf und meinen langjährigen Kompagnon, Herrn Staatssekretär AD Hans Spitzner. Ich begrüße die kommunalen Mandatsträger, die Vertreter der Staatskanzlei, der Ministerien, Herrn Dr. Schwab, Herrn Höhenberger, die Regierungspräsidentin von Oberbayern, Frau Brunner, die Parteien, Kirchen, Verbände, Bundesbank, Bundesagentur für Arbeit, Stellvertretenden für die Wirtschaft und ihre Verbände, den Präsidenten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, Herrn Alfred Gaffal, freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, und den neuen Präsidenten des Bayerischen Handwerkstags, Herrn Franz Xaver Peter Anderl und den Präsidenten des Bayerischen Bauernverbandes, Herrn Walter Heidel. Und ich begrüße die neu gewählten und wiedergewählten Vertreter des Wirtschaftsbeirats bzw. des Präsidiums, die hier getagt haben. Ich begrüße das konsularische Korps für die Verleger der Deutsch-Bayerischen Zeitungen, Herrn Professor Dr. Balli und Herrn Dr. Dirk Ippen. Und ich heiße sehr herzlich die Vertreter unserer Sponsoren willkommen und danke Ihnen für die Unterstützung dieser Veranstaltung. Und jetzt, meine Damen und Herren, mit einem starken Beifall bitte ich Sie alle herzlich zu begrüßen. Das Thema, das wir heute gestellt haben, ich glaube, das trifft die Stimmung der Zeit und die Probleme der Zeit: Vollbeschäftigung, Wohlstand und sozialer Zusammenhalt. Bei den Diskussionen, die wir führen, gehört auch der dritte Punkt mit herausgestellt als Herausforderung und Antwort im globalen Wettbewerb. Das ist das Leitthema. Wir haben es ganz bewusst so gewählt. Nichts ist in Stein gemeißelt. Die Erfolge der Gegenwart besitzen keine Erfolgsgarantie für die Zukunft. Der wirtschaftliche Erfolg ist nicht im Grundgesetz und nicht in der Bayerischen Verfassung verankert. Wettbewerb und Wandel sind eine Daueraufgabe.
Und wenn man die Wirtschaftsgeschichte verschiedener Länder verfolgt, dann ging es bei manchen eine Zeit aufwärts, dann wieder abwärts. Es gibt allzu wenige, bei denen es kontinuierlich nach vorne oder aufwärts geht. Aber für uns, für unsere Bevölkerung insgesamt, sind Beschäftigung, Wachstum, Wohlstand, Zusammenhalt, soziale Verbundenheit die Aufgabe von heute und morgen. Und das ist die Verantwortung, die wir politisch alle miteinander haben. Wirtschaftlich läuft es zurzeit gut. Der Konjunkturmotor in Deutschland läuft rund, in Bayern noch etwas besser. Das hat schon im letzten Jahr gegolten, das gilt auch heuer wieder. Die Wirtschaft im Freistaat hat ein Wachstum gehabt im ersten Halbjahr von 3,3%, auf Bundesebene von 2,3%. Die Exporte klettern, trotz Gegenwind in einigen Weltmärkten. Der Arbeitsmarkt erlebt einen goldenen Herbst. Die Beschäftigung hat Rekordhöhen erreicht. Die Arbeitslosigkeit ist auf Tiefstände gesunken. Bei den meisten Arbeitsagenturen in Bayern steht eine 1 oder 2 vor dem Komma. Kein Regierungsbezirk liegt interessanterweise über 4%. Das haben wir schon Jahrzehnte nicht mehr erlebt in Bayern. Die Oberpfalz und Niederbayern führen mit Quoten von 2,8 und 2,9% die Tabelle an. Wenn ich da an frühere Jahrzehnte denke, dann ist das fast schon ein Wunder. Da hat es ja Landkreise gegeben im Bayerischen Waldau und anderswo, wo man über den Winter 20, 30, 40% Arbeitslose gehabt hat. Und wenn ich mich zurückerinnere im Landkreis Freising, als die Autobahn München-Deckendorf noch nicht da war, sind ja am Sonntagabend und am Montag früh Karawanen von Fahrzeugen von Niederbayern nach München gefahren und am Freitagnachmittag oder Samstag früh wieder zurück. Nicht, weil die Autobahn jetzt da ist, sieht man die Karawanen nicht mehr, sondern weil die Arbeitsplätze in diesen Regionen entstanden sind und die Firmen entstanden sind. Weil die Chancen, die in den Entwicklungen lagen, genutzt worden sind, weil auch die Chancen in der Globalisierung genutzt worden sind. Weil wir, meine Damen und Herren, und das haben die Regierungen vor uns gemacht, unter Schädel schon, unter Jaumann und später natürlich auch bei Gustl Lang und ich, weil wir immer gesehen haben, dass wir die Infrastruktur, die wirtschaftliche Infrastruktur in diesen Regionen ausbauen müssen, erhalten müssen, die Chancen erhalten müssen. Wir haben jetzt sowas wie in Amerika die Rostgürtel bei Gebieten, die von der Wirtschaft mittlerweile abgehängt sind, oder die altindustriellen Gebiete in Nord- und Mittelengland. Da sind ja ganze Landstriche sich selbst überlassen worden. Die zählen heute zu den Globalisierungsverlierern. Bei uns hat man da von Anfang an dagegen gesteuert. Wenn ich mich zurückerinnere, nach dem Krieg waren in Bayern 30% der Beschäftigten in der Landwirtschaft. Im Übrigen bei erheblich niedrigerer Bevölkerung. Heute sind es keine 3% mehr. Dennoch sind die meisten Leute nicht einfach abgewandert in die Verdichtungsgebiete, sondern die sind in den Regionen geblieben. Warum? Ich erinnere mich gut an die Programme von Eisenmann und Jaumann. Eisenmann hat damals das Konzept der Vollzu-Nebenerwerbsbetriebe entwickelt und dafür gesorgt, dass die Leute auch im Land bleiben. Jaumann hat ein Konzept entwickelt, dass er sagt, wir brauchen Regionalförderung, wir brauchen Grenzlandförderung. Wir müssen schauen, dass kleine, mittlere und Großbetriebe in die Grenzregionen gehen, damit dort eine sich selbst tragende Wirtschaft entsteht. Das hat sich miteinander vertragen, war aber nicht nur eine wirtschaftliche Überlegung, das war auch eine soziale Überlegung, dass die Menschen in ihren angestammten Gebieten bleiben können, wenn sie wollen, dass sie sozial integriert sind, wenn sie das wollen, dass sie die Möglichkeit haben, Grund zu erwerben, ein Haus zu bauen, sich selbstständig zu machen. All diese Dinge waren ein Gesamtkonzept, das getragen hat, das Chancen gebracht hat für das ganze Land in Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. Voraussetzungen war auch, das wird heute oft übersehen, dass die Infrastruktur ausgebaut worden ist, dass die Autobahnen gebaut worden sind, dass die Zugverbindungen gebaut worden sind, dass die Universitäten gebaut worden sind, in Passau, in Ringsburg, in Augsburg, in Bayreuth, in Bamberg, dass die anderen sind ausgebaut worden, wo sie schon bestanden haben, dass wir Universitätskliniken bekommen haben, überall. Das waren alles Themen und die ganze Zahl an Fachhochschulen in jedem Planungsbezirk eine. Damals haben ja so manche Zeitschriften im Norden, Spiegel und Sterne, ich kann es ja nennen, gesagt, das sind Universitäten, die stehen in 10 Jahren leer. Mittlerweile sind sie alle überfüllt, auch mit Studenten von außerhalb Bayerns. Das ist unser Beitrag zur Entwicklungshilfe im Norden, aber immerhin. Das hat dazugehört und das war notwendig und hilfreich. Und die Universitäten wurden immer so intensiv ausgebaut, im technischen Bereich wie in anderen Bereichen, dass es attraktiv war für Professoren aus allen anderen Ländern in Deutschland oder international nach Bayern zu kommen.
Und ich glaube, dem kann man zustimmen. Das war in den letzten Jahren auch der Fall. Es wurden Gymnasien gebaut, Fachoberschulen. Es war die Infrastruktur, die über das ganze Land gestreut worden sind. Und in den 70er Jahren, ich erinnere mich zurück an den Wahlkampf damals, hat es geheißen, das Geld, das die CSU da auf dem Land ausgibt, das ist alles hinausgeworfenes Geld. Denn in 20 Jahren wird 80% der Bevölkerung in städtischen Verdichtungsgebieten leben. Ja, wir haben gesagt, so wird es nicht sein. Der damalige Ministerpräsidentenkandidat der SPD hat sogar gesagt, aus dem ganzen Bayerischen Wald sollte man einen Naturpark machen und die Bevölkerung in andere Gebiete umsiedeln. Ja, heute ist die Wirklichkeit eine andere, meine Damen und Herren. Auch deswegen, weil eine vernünftige Infrastrukturpolitik betrieben worden ist, weil eine vernünftige Ansiedlungspolitik betrieben worden ist, weil Weichenstellungen vorgenommen worden sind, die nicht am selben Tag wirken, sondern ihre Wirkung über 5 oder 10 oder 15 Jahre erst zeigen. Und es war auch richtig, das über die Jahre mit langem Atem zu tun. Es war auch richtig, meine Damen und Herren, als der eiserne Vorhang gefallen ist und viele in den Gebieten Angst gehabt haben, jetzt kommt die Billiglohnkonkurrenz. Ja, das war nicht einfach. Bis man erklärt hat, dass man bei uns durch technische Innovationen, durch Rationalisierung der Prozesse, durch Effizienzsteigerung der Arbeitsprozesse, durch all diese Dinge im Wettbewerb mit den Billigstandorten leicht mithalten kann, im Gegenteil, sogar stärker sein kann. Erst dann hat sich die Diskussion, die mehrere Jahre gelaufen ist, beruhigt. Erst dann hat man die Chancen wahrgenommen. Erst dann hat man die Möglichkeiten auch über die Grenzen tätig zu werden, wahrgenommen. Und heute haben wir in den Grenzgebieten eine Arbeitslosigkeit, ein Niveau, wie man es sich früher nie erträumt hätte. Und ich sage auch dazu, wir haben immer die Gebiete gefördert und die Förderung war effizient in guten Zeiten. Wird bei manchen immer sehen, die Betriebe investieren in guten Zeiten. Und da hat auch der Anreiz zu Investitionen seinen Sinn und seine Wirkung. Manche sagen ja, wenn die Zeiten schlechter sind, dann muss man Investitionen fördern. In schlechten Zeiten investieren die Betriebe nicht, weil sie das Geld zusammenhalten müssen. Darum haben Investitionsförderungen in schlechten Zeiten meistens geringen Effekt oder keinen Effekt gehabt. Das kommen wir auch noch kurz darauf in einem anderen Zusammenhang. Was bedeutet das für uns heute? Heute heißt es auch, in der Wirtschaft nichts ist beständiger als der Wandel. Was wegbricht, muss durch Neues ersetzt werden. Die Strategie heißt Bestandspflege. Das, was man hat, soll man erhalten und die Chancen geben, auszubauen, zu intensivieren. Und was der zweite Teil ist, ist die Innovation bei neuen Produkten, bei neuen Betrieben, bei neuen Märkten. Wir haben in den 90er Jahren, damals als die Wirtschaftskrise war, darauf geschaut, dass die industriellen Betriebe bei uns, soweit das geht, erhalten geblieben sind. Das war die Menge an Sanierungsmaßnahmen. Damals hat es viele gegeben, die haben gesagt, was willst du denn mit der alten Industrie? Dienstleistung heißt die Zukunft. Ja. Wir haben darauf nicht gehört. Heute können wir alle froh sein, dass wir die Betriebe, die zu erhalten waren, erhalten haben. Heute können wir froh sein, dass wir eine große industrielle Substanz haben, die sich im deutschen und im internationalen Markt bewegt und bewährt. Heute können wir froh sein, dass von diesen Industrien auch die Nachfragen ausgehen für Handwerk und Handel und Dienstleistungen, für all diese Bereiche. Heute bin ich froh zum Beispiel, dass Oberfranken nach wie vor die industriell am dichtesten besiedelte Region Deutschlands ist. Das kommt aber alles nicht von ungefähr. Das waren auch politische Weichenstellungen. Darum waren die Ratgeber, die immer gesagt haben, Herr Ministerpräsident, Wirtschaft läuft in der Wirtschaft. Das waren nicht die richtigen. Die Wirtschaft. Und diejenigen, die gesagt haben, die Wirtschaft kann man global steuern von der Politik, das waren auch nicht die richtigen. Aber man kann die Wirtschaft beeinflussen durch Anreize, durch derartige Themen, die hier wichtig sind. Heute haben wir wieder eine Diskussion über Theo Weigel, die hatten wir in den 90er Jahren schon. Damals wollten wir die Substanzsteuern abbauen. Die Vermögensteuer ist damals entfallen. Heute gibt es wieder welche, die wollen sie wieder einführen. Die Erbschaftssteuer, der Kompromiss ist so lala gut, von dir verhandelt. Und man kann damit zufrieden sein, auch wenn es einige Punkte gibt, die schwierig sind. Die substanzbesteuernden Elemente in der Gewerbesteuer sind früher weitgehend gestrichen worden, dann wieder sukzessive eingeführt worden. Warum war ich und so waren wir immer gegen die Substanzsteuern, meine Damen und Herren? Weil die Substanz der Betriebe gepflegt werden muss, weil man sie braucht
für neue Investitionen, für neue Arbeitsplätze, für Innovationen, für all das, was die Betriebe leisten sollen. Und deswegen ist es nie sinnvoll, die Substanz der Betriebe zu besteuern. Man sollte die Besteuerung, wenn man so will, auf den Ertrag lenken. Und das andere ist das Thema Innovation. Ich sage, für uns in Deutschland, auch im internationalen Wettbewerb, Innovation, Innovation, Innovation. Neue Produkte, neue Betriebe, neue Märkte. Die Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft funktioniert, funktioniert gut. Die Existenzgründer gibt es sehr stark bei uns. Die Existenzgründer in Hightech-Betrieben ebenfalls. Aber, meine Damen und Herren, die Wachstumsmöglichkeiten für die Hightech-Betriebe sind begrenzt. Weil wir eine Venture Capital Szene wie zum Beispiel in Silicon Valley oder Tel Aviv oder in ein paar anderen Gebieten nicht haben. Das hat auch mit den steuerlichen Möglichkeiten was zu tun. Geld wäre ja genügend da, Ideen wären auch genügend da. Wie kommt das Geld zu den Ideen? Und das ist ein Thema für die guten Seiten der wirtschaftlichen Entwicklung. Und das ist ein Thema, dem wir uns auch stellen wollen und stellen werden, das Geld zu den Ideen zu bringen und Forschung und Entwicklung umzuwandeln, weiterzuentwickeln in Produkten. Nächstes Thema, und dann bin ich sehr bald weiter, das sind die Investitionen, die wir tätigen müssen, beim Staat, bei Infrastruktur, Straße, Schiene, Wasser, Luft, um die internationale Konkurrenzfähigkeit zu erhalten. Wir sind stark im Export. Man kann es ganz einfach sagen, Export heißt Transport. Und Import heißt auch Transport. Wir importieren sehr viel. Export heißt Transport, die Infrastruktur muss stimmen in all diesen Bereichen. Und was ein besonderes Thema ist in der neuesten Zeit, das ist das Thema Netzausbau, digitales Netz, Industrie 4.0. Wichtig für Industrie, Dienstleistung, Verwaltung und für die ländlichen Regionen heuer genauso wichtig wie früher die Regionalförderung. Es gibt keinen Betrieb mehr, egal wo er ist, der darauf nicht angewiesen wäre. Und da muss ich auch eines feststellen, Herr Ministerpräsident, hier ist Bayern, was hier gemacht wird, vorbildlich. Bayern ist hier im Netzausbau im Vergleich zu allen deutschen Ländern ganz weit vorne. Das digitale Zentrum in Garching ist eine hervorragende Einrichtung. Die Gründerinitiative, die dazu veranstaltet worden ist, ist hervorragend. Das nenne ich auch vorausschauende Infrastrukturpolitik. Manche ziehen oft einen Vergleich mit Berlin, weil sie sagen, ja, da gibt es ja mehr Gründer, meine Damen und Herren. Da gibt es mehr Einmannbetriebe. Aber die Gründer, die viele Beschäftigte haben und Multiplikatoren haben, gibt es in Bayern, weil die hier sehr industrienah arbeiten können und Aufträge bekommen und dafür Potenziale brauchen mit einer Menge an Leuten, um diese Aufträge überhaupt bewältigen zu können. Das ist der entscheidende Punkt. Und es kommt nicht von ungefähr, dass IBM sein Forschungszentrum nach München verlagert hat und dass auch Microsoft nach München geht. Und beide suchen die enge Kooperation mit der Technischen Universität in München. Beide suchen das Potenzial, das hier ausgebildet wird, vorankommt. Beide suchen genau diese Möglichkeiten. Und lieber Professor Herrmann, das, was Sie da in den letzten 20 Jahren alles mit auf die Beine gestellt haben, in München, in Garching, verdient hohen Respekt. Und unsere Exportstärke hängt ab von der Qualität unserer Produkte, von der Innovation und vom Preis und vom Verhalten anderer Länder. Das merken wir zurzeit, wo eine Verunsicherung auftritt seit der Wahl des Präsidenten Trump in den USA. Heißt die Frage, kommt mehr Protektionismus? Wie soll das gehen? Arbeitsplätze zurück in die USA bei Kohle, bei Stahl, bei anderen Dingen? Das Erste, was er angekündigt hat, war bei TPP, das Trans-Pacific-Partnership-Abkommen, wo ja verschiedene Linke auch immer protestiert haben, meine Damen und Herren, was ist eingetreten. Dieses Abkommen sollte bringen niedrige Zölle oder Zollbefreiung, Schutz des geistigen Eigentums, soziale Standard, Umweltstandards. Weil die USA ausscheiden, steigt jetzt China ein. Und von den 4 Kapiteln können es 3 vergessen. Es bleiben die Zollfrage übrig, aber die Frage nach dem geistigen Eigentum, nach sozialen Standards und Umweltstandards wird hier nicht gestellt. Und da sollen wir unsere linken Prediger sagen, was das für einen Sinn hat, wenn sie gegen derartige Abkommen argumentieren. Und manche religiös angehauchte Organisationen genauso. Komisch, die sind auf einmal mucksmäuschenstill. Und bei TTIP wäre das Gleiche gewesen. Und bei TTIP
geht es auch nicht nur um Zölle, sondern um Umweltstandards, um geistiges Eigentum. Es geht um Niveau, das wir einhalten wollen. Da haben sich manche über das Chlorhühnchen aufgeregt und vergessen, dass die Salate, die sie bei uns im Großmarkt einkaufen, schon längst durch das Chlor durchgezogen sind. Also, und viele haben sich über die Transparenz aufgeregt und gesagt, man erfährt ja nicht, was da drin steht, haben aber genau gewusst, was alles am Negativen drin ist. Irgendwie war das eine ganz verschobene Diskussion. Für mich war es noch interessant, dass nach der Wahl des Amerikaners Trump Leute gesagt haben, das ist ein Weckruf für Europa. Ist ja schön. Aber die erste Frage, die da ich immer stelle, heißt, wer hat denn da geschlafen, wenn es einen Weckruf braucht hat? Den Weckruf hätte man mit dem Brexit schon haben können. Und in beiden, interessanterweise, hat das Zuwanderungsthema eine große Rolle gespielt. Gefühlt oder echt? In den USA und in Großbritannien, wobei es in Großbritannien noch einmal eine Unterscheidung gibt, die wollten die Zuwanderung aus den EU-Ländern bremsen, obwohl sie nach dem Beitritt der 10 Länder 2005 die Übergangsfristen nicht wahrgenommen haben und den anderen EU-Ländern erklärt haben, ihr seid ja ziemlich dumm und nehmt das Potenzial nicht, das da kommt, das machen wir und deswegen haben wir Wirtschaftswachstum. Aus dem gleichen Grunde heute zu sagen, wir gehen raus aus der EU, ist ja komisch. Aber vielleicht ist es doch ein Anstoß für Themen innerhalb der Europäischen Union, für die äußere Sicherheit, für die Kooperation in der Wehrtechnik. Hier wird ja viel Geld vernichtet, weil viel zu viele Staaten alleine ihre Wehrtechnik vorantreiben, auch für gemeinsame Exportrichtlinien, auch ein Thema für die innere Sicherheit. Man kann es nicht oft genug sagen, Herr Ministerpräsident, du hast es ja deutschlandweit verkündet auch, offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union kann es nur geben, wenn die Grenzen nach außen kontrolliert sind. Sonst funktioniert das nicht. Man kann nicht offene Grenzen im Innen haben und nach außen genauso. Dann verliert der Staat seine Kontrolle und verliert der Staat seine Möglichkeiten. Und darüber will ich aber gar nicht reden, sondern nur ein paar Punkte insgesamt noch zur EU. Denn nach meiner Überzeugung gewinnt die Europäische Union für die Wirtschaft immer mehr an Bedeutung, auch für uns in Deutschland, nicht nur für den Export, sondern auch von den Regeln her, für die Produktion, für die Umwelt, für den Verbrauch und von den Problemen, die sich entwickelt haben. Staatsverschuldung, Eigenverantwortung oder gemeinsame Haftung, Transferunion, Schuldenunion oder was läuft? Was läuft beim ISM? Was läuft bei den Verhandlungen, bei den Hilfspaketen? Meine Damen und Herren, Sixpacks, Fiskalunion, da steht ja drin, dass man maximal 0,5% Neuverschuldung haben soll, nicht 3% oder darf. Die Verhandlungen zur Bankenunion, wie sich die entwickeln, wird man sehen. Die Europäische Zentralbank geht meines Erachtens schon lange über ihre eigenen Kompetenzen hinaus. Staatspapiere sollten nur am Sekundärmarkt und ausnahmsweise gekauft werden. Jetzt werden sie regelmäßig gekauft, jetzt werden Anleihen gekauft zur Ankurbelung der Konjunktur. Ja, wenn Sie mit den Banken und Versicherungen reden, die haben Anlagenotstand, weil die Firmen das Geld nicht abnehmen zu den Investitionen. Und die Vorstellung, dass man eine monetäre Steuerung der Wirtschaft, ähnlich der Globalsteuerung früher bei Schiller haben könnte, ist halt falsch. Und lieber Theo, du hast die EZB damals konstruiert, parallel zur Bundesbank. Und ich sage auch dazu, manche sagen, ja, wie sind denn die Regelungen in der Europäischen Union? Das taugt ja nichts. Meine Damen und Herren, die Regelungen von Maastricht, von Lissabon, später bei den verschiedenen Sanierungsmaßnahmen, die sind alle gut. Wenn Sie mal lesen, dann muss man sagen, Respekt, was da alles vereinbart worden ist. Das Problem ist aber, sie werden nicht eingehalten. Und die Einhaltung der Regel wird nicht entsprechend überprüft und gerügt. Was mich noch stört, ist, dass bei jeder Verhandlung die sogenannten Schuldenländer scheibchenweise wieder sich bestimmte Dinge holen und wir nicht ganz klar zum Ausdruck bringen, was wir wollen, sofern wir es denn wissen. Damals beim Vertrag von Maastricht war ganz klar, tonangebend, der Bundesfinanzminister, der gesagt hat, so und so und so müssen wir das haben, sonst läuft es nicht. So wurde es auch beschlossen. Es wurde später dann aufgeweicht, leider auch von der Bundesregierung in Deutschland, aber dann von anderen Entwicklungen über die Staatsverschuldung, über die Wirtschaftskrise etc. Was wir bräuchten, um die Dinge weiter zu betreiben, sind ein paar Punkte, die Deutschland mitverfolgen will und verfolgen wird. In früheren Jahren war eine große Forderung,
die Verankerung der Staatsinsolvenz innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Währungsunion, das hat sich verflüchtigt, wäre aber notwendig, um die Eigenverantwortung der Länder in ihrer Haushaltsgestaltung zu stärken. Es wäre auch notwendig, dass die Dinge vernünftig abgegrenzt werden, dass die Länder für ihren Haushalt verantwortlich sind, für ihr Sozialsystem, für ihre Bildung, dass die Europäische Union zentrale Aufgaben in anderen Bereichen hat, dass es hier keine Vermischung der Aufgaben geben kann, dass die Abgrenzung eingehalten werden muss, dass die Eigenverantwortung eingehalten werden muss und, meine Damen und Herren, dass das Recht eingehalten werden muss. Genauso wie es im Land so ist, dass man das Recht einhalten will und muss, weil sonst das Zusammenleben nicht funktioniert, ist das bei dem heterogenen Gebilde EU zweimal so. Die Rechtskonstruktionen müssen eingehalten werden, damit das Ganze dauerhaft funktioniert, weil sonst die Menschen etwas nicht haben, was Zentralbegriff für alles politische Handeln ist. Das ist das Vertrauen, das man haben muss in die Institutionen und die darin verantwortlich handeln. Das ist das A und O. Und ohne Rechtstreue wird das nicht funktionieren. Es kann sein, dass die eine oder andere Bestimmung nicht richtig ist, dann muss man sie ändern im geordneten Verfahren. Aber ansonsten hat sich jeder daran zu halten und der Satz, dass es heißt, ja, ob wir uns daran halten, entscheiden wir selber. Wir haben ja die Rechte auch selber gemacht, die Bestimmungen, der funktioniert halt nicht. Noch einmal, die Europäische Union wird dann auf der gelingen und sich entwickeln und die Währungsunion auch, wenn bei aller Härte, die dabei auftritt, die rechtlichen Voraussetzungen, die rechtlichen Gegebenheiten eingehalten werden. Nur so kommen wir auf Dauer weiter. Das wollte ich bei der Gelegenheit sagen. Und die alle anderen Themen oder auch diese, Herr Ministerpräsident, überlasse ich jetzt dir. Ich bitte dich um dein Wort. Ich habe nur einen Kommentar zu geben und sonst nichts mehr zu sagen. Aber du hast die Möglichkeit, Wegweisendes nicht nur zu sagen, sondern auch umzusetzen. Das haben wir erlebt. Dazu wünschen wir viel Glück und viel Erfolg. Und jetzt sind wir gespannt auf dein Wort. Dankeschön. Meine Damen und Herren, lieber Otto, ich würde das nicht mehr als Kommentar einstufen. Das war sehr substanziert, sehr umfangreich und deshalb bin ich in meinem Vorsatz nochmal bestärkt worden, den ich heute auf der Fahrt hierher gefasst habe, nämlich Ihnen nicht jedes Jahr jetzt aus meiner Warte das Gleiche zu sagen, sondern mich auf vier Schwerpunkte zu konzentrieren. Und ich bin deshalb bestärkt, weil alles im Detail und alles Wichtige darüber hinaus von dir bereits gesagt worden ist. Wir stimmen da völlig überein. Erste Bemerkung: Ich bin froh und dankbar, dass ich da bin. Das ist nicht so sicher gewesen am Wochenende. Aber nun ist es so und ich bin froh. Ich bin jetzt im 9. Jahr im Amt und ich blicke auch in Dankbarkeit auf diese 9 Jahre zurück, fast 9 Jahre, wobei mich nicht immer die Zuversicht begleitet hat, wie das heute der Fall ist. Über weite Strecken war das geflügelte Wort, der wird es nicht und wenn ich es war, der schafft es nicht. Und das war gleichzeitig eine Motivation. Zweite Bemerkung. Wenn Sie in einem Jahr zusammenkommen, ist der neue Deutsche Bundestag bereits gewählt, einige Wochen, und möglicherweise die neue Bundesregierung bereits gebildet. Und vor uns stehen, das hat die Kanzlerin genauso deutlich gesagt wie ich, ungewöhnlich spannende, aber auch harte Wochen und Monate. Es sind ja gerade mal noch 10 Monate. Und in diesen 10 Monaten findet nicht nur die Bundestagswahl statt. Es wird nach heutigem Stand zum ersten Mal der Fall sein, dass
7 Parteien in diesem Parlament vertreten sein werden. Es finden im Vorfeld 3 Landtagswahlen statt. In Schleswig-Holstein, in Saarland, in Nordrhein-Westfalen. Es finden auch im internationalen Konzert Wahlen statt, die ihre psychologischen und Stimmungsrückwirkungen auch auf Deutschland haben werden. Wenn Sie an die Wahl in Frankreich denken oder auch an die Wahl in den Niederlanden, dies alles wird die Stimmung auch in diesem Lande nicht unberührt lassen. Und die Vorboten einer Bundestagswahl zeigen sich ja bereits. Und auch die Vermutung, dass solche Wahlen immer das Einfallstor auch für politische Sündenfälle sind. Das zeigt sich an der Äußerung einer Ministerin aus der Bundesregierung, die es ohne irgendwie mit Skrupel behaftet zu sein, für möglich hält, dass der Rentenversicherungsbeitrag von heute 18% auf 25% steigt. Und dazu muss man wissen, wenn man dieses Konzept so machen wollte, dann reichen auch 25% Beitrag nicht aus, sondern dann müsste der Teil darüber noch zusätzlich aus Steuermitteln finanziert werden. Das ist ein Gift für den Arbeitsmarkt, für die Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand und für die soziale Sicherheit. Das ist völlig unannehmbar. Aber es wird trotzdem zum Auftakt eines Wahlkampfes in die Öffentlichkeit gesetzt. Wenn Sie dies in der Kombination mit den Arbeitskosten, den Lohnnebenkosten, den Energiekosten sehen, dann kann man ohne Übertreibung sagen, man ist künftig besser beraten, wenn man sich die Abzüge auszahlen lässt, weil die höher sind als der Nettolohn. Das sehen Sie am Grünen Parteitag. Unglaublich, was hier alles beschlossen worden ist. Otto, ich teile deine Meinung, die habe ich schon von Theo Weigel und von Franz Josef Strauß gelernt, wie gefährlich Substanzbesteuerung ist. Nun treten die wieder an und sagen also Vermögensteuer, aber wie, das sagen wir euch nicht. Das habe ich schon mal in der Sondierung mit den Grünen nach der Wahl 2013 erlebt. Das war dann eine Summe von 28 Milliarden, die uns gehindert haben, eine Koalition einzugehen. Es ist die Abschaffung des eheglatten Splittings. Es ist der Wegfall von Sanktionen bei Hartz-IV-Beziehern. Das ist eine schöne Romantik und Illusion zu glauben, man könnte gegenüber Menschen, die nicht arbeiten wollen, eine sanktionslose Sozialleistung anbieten. Meine Damen und Herren, dann ist am Ende jeder irgendwo einfältig, wenn er überhaupt noch Arbeit aufnimmt, wenn ich die Sozialleistungen beziehen kann ohne jede Sanktion. Man muss es mehrfach lesen, um es zu glauben. Und man will es auch gar nicht glauben, dass einem Industrie- und Autoland wie Deutschland und Bayern im Besonderen wirklich in ein Programm geschrieben wird, den Verbrennungsmotor zu verbieten. Das ist die Fortsetzung dieser Verbotspolitik, wo man in welchem Land keine Autos kaufen sollen, dass man nur noch Vegetarisches einkaufen soll. Und jetzt kommt noch der Verbrennungsmotor dazu. Das ist die Axt an die Wurzeln auch des Freistaats Bayern, des Automobillandes. Wir leben ja nicht nur von BMW und Audi, wir leben von der Wissenschaft, die sehr viel auf diesem Feld tut, aber auch von Tausenden von kräftigen, weltweit bedeutenden Mittelständlern. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, es wird ein sehr harter Wahlkampf und gegen solche Vorstellungen, wie ich sie gerade geschildert habe, wird die bayerische Staatsregierung mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, vorgehen. Das darf in Deutschland nicht wahr sein. Das Dritte, meine Damen und Herren, oder das Zweite, ich bin erst beim Zweiten, ist die politische Stabilität wird zum wichtigsten Standardfaktor der Zukunft. National wie international. Ich bin persönlich nicht sehr angetan, wie manche Politiker in Berlin
internationale Ereignisse begleiten. Das Buch von Professor Sinn, Der schwarze Juni, kann ich nur empfehlen. Ich habe tagtäglich diese Erkenntnis in der praktischen Politik, so wie manche mit dem Brexit in Europa und hier in Deutschland umgehen, mit der Bemerkung, wir werden es denen jetzt mal zeigen und nur Bedingungen und Forderungen aufstellen. Ich weise und weise immer wieder darauf hin, dass die Briten für die Bayern das zweitwichtigste Handelsland weltweit sind. Und deshalb muss hier behutsam und mit Augenmaß vorgegangen werden. Und eine Revanche-Politik halte ich hier für völlig fehl am Platze. Ich bin auch einigermaßen überrascht, wie Politiker in Berlin die Wahl des amerikanischen Volkes, die man eigentlich respektieren sollte, immerhin ein hoher Millionenanteil, der so gewählt hat, so beantworten, dass sie sagen, sie sind schockiert. Für mich gehört eigentlich zur demokratischen Grundausstattung, dass man eine Wahl respektiert und dass man mal die praktische Politik eines Präsidenten abwartet. Dass die Amerikaner für uns der wichtigste Partner nicht nur wirtschaftlich sind, muss ich Ihnen nicht sagen. Und ich bin sehr tief überzeugt, dass wir auch im deutschen Interesse großes Interesse daran haben sollten, dass wir eine vernünftige Partnerschaft auch in die Zukunft führen. Und das Dritte ist Putin. Was bin ich da alles gehänselt und bespottet worden? Trotzdem fahre ich zum dritten Mal zu ihm. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich bin auch hier überzeugt. Ich möchte nicht das System und ich möchte auch nicht unbedingt dort leben, meine Damen und Herren, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Aber auch ich möchte ein vernünftiges Verhältnis zu Moskau und die Politik absolut auf Sanktionen zu zählen, hat bisher keine Früchte gezeigt, sondern ich kann sie an der bayerischen Wirtschaft ablesen, dass wir Rückgänge in vielen Bereichen von 40% haben, in manchen Bereichen sogar noch höher. Und deshalb wird es die Politik der bayerischen Staatsregierung bleiben, dass wir Unterschiede nicht verwischen, dass wir Unterschiede und Rechtswidrigkeiten auch ansprechen, aber dass wir niemals den Gesprächsfaden abreißen lassen, dass wir den Faden immer an der Spule halten werden und dass wir als Freistaat Bayern, so wie es selbstverständlich in unserer Nachbarschaft geworden ist, mich freut besonders die Normalisierung der Beziehungen zu Tschechien. Heute besucht ein tschechischer Ministerpräsident zum Beispiel die Landesausstellung in Nürnberg mit einem hohen Maß an Normalität, eine wunderschöne Begegnung der Bevölkerung, ganz natürlich, und darüber bin ich sehr glücklich. Wir haben eine sehr gute Partnerschaft mit so allen europäischen Mitgliedstaaten, aber auch mit im Besonderen mit allen osteuropäischen Staaten, und das ist im bayerischen Interesse und das ist auch unser Auftrag. Und deshalb sage ich, wenn politische Stabilität zum wichtigsten Standortfaktor der Zukunft wird, er war immer schon ein wichtiger Faktor, aber er wird an Bedeutung noch zunehmen, dann ist das Erste, was die bayerische Staatsregierung weiter tun wird, nämlich in Europa und weltweit diesen Dialog, diesen Gesprächsfaden aufrechterhalten, und zwar vor allem im bayerischen Interesse für die Freiheit, für den Frieden und für die wirtschaftlichen Beziehungen, für die man sich nicht entschuldigen muss, meine Damen und Herren. Übrigens darf ich bei der Gelegenheit sagen, weil es nicht jeden Tag in der Bedeutung so eingeschätzt wird, wir haben mit dem Vorsitzenden der EVP-Fraktion, Manfred Weber, den Vorsitzenden aller europäischen konservativen Parteien im Europäischen Parlament. Ich glaube, dass er hier auch noch nicht seine letzte Station erreicht hat in seinem Alter. Aber Sie sollten als Engagierte im Freistaat Bayern wissen, dass wir einen erstklassigen, einflussreichen und vor allem sehr geradlinigen und verlässlichen Partner in Brüssel und in Straßburg haben. Das Dritte,
Bayern, das haben wir gehört, ist ein sehr starker Wachstumsmotor mit der höchsten Drehzahl. Es hat mich gefreut, dass Herr Enders gesagt hat, stimmt es wirklich, als du diese ganzen positiven Dinge genannt hast? Man kann sie gar nicht oft genug nennen. Helmut Kohl hat immer gesagt, Positives muss man 12-mal sagen, bevor es einmal zur Kenntnis genommen wird. Das kennen Sie alle. Aber ich kann Ihnen sagen, ich will es jetzt nicht alles wiederholen. Bayern steht so gut da wie noch nie zuvor in seiner Geschichte. Und es liegt jetzt nicht an der Person, die vor Ihnen steht, sondern es liegt daran, dass über viele Jahre, man kann sagen Jahrzehnte, in einer sehr engen Partnerschaft zwischen Ihnen, zwischen der bayerischen Wirtschaft und mit allen Gattungen, ob es die Konzerne sind, ob es der Mittelstand ist, ob es die Freiberufler sind, ob es die Handwerker sind, ob es die Landwirtschaft ist, eine sehr, sehr, sehr dynamische und sehr ehrliche Partnerschaft gepflegt hat. Keine Kumpanei, aber eine Partnerschaft im beiderseitigen Interesse. Und wenn eine solche Wirtschafts- und Struktur- und Finanzpolitik über Jahrzehnte gepflegt wird, dann gelingt es, was Bayern gelungen ist, vom Armenhaus zur führenden Wirtschaftsregion in Deutschland ohnehin, aber sogar in ganz Europa zu werden. Wir haben in der Tat, wir sind überall Champion. Ich habe den Begriff seit Edmund Stoiber eigentlich nicht mehr verwendet, weil ich glaubte, er sei damals ein bisschen inflationär gebraucht worden, aber es stimmt. Wir sind Champion in der Langstrecke, ob Sie jetzt die Wachstumsraten über 20 Jahre betrachten, ob Sie die Wachstumsraten über die Mittelstrecke über 5 Jahre betrachten, ob Sie die aktuellen Wachstumsraten über das erste Quartal oder das letzte Quartal betrachten. Es ist überall das Gleiche, wohin Sie sehen. Bayern ist nicht nur im Niveau ganz oben. Wir haben in der Tat Vollbeschäftigung, die Jugendarbeitslosigkeit ist besiegt. Und wir haben mehr Probleme, Arbeitskräfte zu bekommen, als Arbeitslose in den Markt zu vermitteln. Und was der schönste Erfolg dieser Wirtschafts- und Strukturpolitik ist, ist die Spreizung dieser Arbeitslosigkeit in Bayern. Wir haben ja mittlerweile seit der letzten Wahl das Gebot in der Verfassung, dass wir gleichwertige Lebenschancen in allen Teilen Bayerns wollen. Die Münchner glauben natürlich immer nur, die gleichwertigsten sind im Großraum München. Aber Otto Wieser hat die Oberfranken genannt. Die sind jetzt die Region mit der größten Industriedichte, mit dem größten Industriebesatz. Ich nenne Niederbayern. Als junger Politiker habe ich erlebt, dass in Niederbayern im Winter die Arbeitslosigkeit bei 15-20% lag. Das habe ich vor kurzem in Niederbayern einmal gesagt, worauf die Menschen auf mich zukamen und mir gesagt haben, dies sei falsch, die Arbeitslosigkeit sei bei 30-40% im Winter gelegen. Und heute gehören die Niederbayern mit den Oberpfälzern, wenn man es an der Arbeitslosigkeit, an Wirtschaftswachstum abliest, zu den beiden stärksten Regierungsbezirken in ganz Bayern. Das ist eine unheimlich schöne Entwicklung, gleichwertige Lebenschancen eben in allen Regionen. Und ich sage nochmal über eine Kontinuität, über Weitblick, den man über viele Jahre angewandt hat. Die Differenz zwischen der stärksten Arbeitsregion und der schwächsten liegt jetzt gerade mal bei 1%, genau 1,2%. Das ist eine schöne Sache, dass wir bei jedem Bildungsvergleich in Deutschland und darüber hinaus meistens an der ersten Stelle liegen, aber immer unter den ersten. Ja, meine Damen und Herren, das hat auch ein bisschen was mit der Bildungspolitik zu tun, auch mit unseren Lehrerinnen und Lehrern, denn die Schüler können ja nur lernen, was die Lehrer können. Also haben wir auch sehr gute Lehrkräfte. Es gibt überhaupt keinen Bereich, wo ich sagen müsste, da sind wir nicht ganz vorne mit dabei, was nicht heißt, dass ich mich in den Kreis derer einreihe, die sagen, nun haben wir alles geschafft. Das wäre eine ganz verheerende Strategie, aber es motiviert schon ein Stück, wenn man sieht, dass Politik greift, dass Politik positive Ergebnisse zeitigt. Was sind wir gescholten worden für das Betreuungsgeld? Man ist ja nie sicher, keine Woche sicher,
was Juristen bei Gerichten wieder entscheiden über das politische Tun. Es ist meistens überraschend. Das Bundesverfassungsgericht war der Meinung, dass für ein Betreuungsgeld es keinen bundeseinheitlichen Regelungsbedarf gibt. Hier spielen wir auch nicht zurück. Man könnte, wenn man diese Frage verneint, genauso beim Erziehungsgeld und anderen Dingen die Frage stellen, gibt es dafür einen bundeseinheitlichen gesetzgeberischen Regelungsbedarf? Aber trotzdem klagen wir jetzt nicht, weil das wäre ein bisschen kindlich. Wir haben das akzeptiert, haben jetzt ein bayerisches Betreuungsgeld, so viel auch zur sozialen Befindlichkeit in Bayern. Wir sind nicht nur Weltspitze, wir sind Champion in der Wirtschaft, in der Finanzkraft, sondern bei uns geht es auch gerecht zu. Und das ist für alle, die in unserer Gesellschaft unterwegs sind, sehr wichtig. Wir haben mit Abstand die geringste Kinderarmut. Wir haben die wenigsten Hartz-IV-Bezieher. Und, meine Damen und Herren, unsere Wahlmöglichkeit, die Menschen, die jungen Familien sollen sich entscheiden, ob sie eine Kita in Anspruch nehmen. Und das hat niemand anders zu entscheiden als die jungen Familien oder eben das Betreuungsgeld. Ist schon schön, dass die jungen Familien ganz anders, als es der öffentliche Trend vermittelt und angebliche Umfragen und Kommentare, 100.000 junge Familien haben das bisher in Bayern in Anspruch genommen, das Betreuungsgeld. Und meine Damen und Herren, das ist eine Inanspruchnahme von über 70% der Berechtigten. Das ist schon eine schöne Maßnahme. Wir sind also ein sehr starker Wachstumsmotor, ich sage nochmal, mit hoher Drehzahl. Und in dieser Richtung werden wir weitermachen. Das beginnt schon wieder bei der Strukturpolitik. Wir werden am 21. Dezember, also noch vor Weihnachten, den Vertrag mit der Bahn unterschreiben über die zweite Stammstrecke hier im Großraum München. Ein Raum, der nach allen Prognosen auf 1,7 Millionen Menschen anwachsen wird. Ein hochattraktiver Raum. Und meine Damen und Herren, nachdem ich selber Pendler bin, beinahe täglich, weiß ich, wie notwendig die Verkehrsinfrastruktur auch im Großraum München verbesserungsbedürftig ist. Und dazu zählt auch die zweite Stammstrecke. Fast 1 Million Fahrgäste täglich und die werden weiter ansteigen, ich glaube genau 850.000. Das ist nicht nur für die Landeshauptstadt, sondern für den ganzen Großraum München von herausragender Bedeutung. Es ist ein Investitionsprojekt in einer Größe, wie es in Bayern noch nicht der Fall war. Wir rechnen nach den Erfahrungen anderer Großprojekte auch mit Risiken, die eher unwahrscheinlich sind als wahrscheinlich, aber so recht weiß man es nie. Also wir rechnen insgesamt mit annähernd 4 Milliarden und wir werden das stemmen. Wir können es stemmen, da bin ich auch allen Abgeordneten des Bayerischen Landtages dankbar, weil wir eben finanziell gesund sind, auch Reserven haben, die wir für sowas einsetzen können. Und wir werden dies realisieren. Und darüber bin ich sehr froh. Das ist eine gewaltige Infrastrukturmaßnahme für den Großraum München, für die Pendler. Ich werde in dieser Woche persönlich mit der Landeshauptstadt über das weitere Vorgehen bei der dritten Startbahn Flughafen reden. Ich bin auch hier der Meinung, nachdem es einen Bürgerentscheid gab in der Landeshauptstadt, dass man die Bürger noch einmal befragen sollte. Und ich bin da nicht so skeptisch wie manche, die hier sitzen und deren Meinung ich kenne. Wir haben in meinem Stimmkreis hatten jetzt ein großes Gefecht für eine zweite Donaubrücke in der Stadt Neuburg. Sie können das alles einmal sich anschauen. Über die Donau und mitten durch die Donauauen. Da gab es ein Bürgerbegehren, das diese Donaubrücke abgelehnt hat. Ich habe mich dann persönlich sehr um die Wiederholung des Bürgerbegehrens bemüht. Und beim zweiten Bürgerbegehren war die Zustimmung fast 60%. Ich kenne viele, die hier sitzen, die immer bei Beteiligung von Bürgern und Bürgerbegehren und Entscheiden und Volksentscheiden so ihre zurückhaltenden Gefühle haben.
meine politische Erfahrung sagt mir, mit dem richtigen Einsatz und mit den richtigen Argumenten können Sie auch für Großprojekte Zustimmung erhalten. Die zweite Stammstrecke ist übrigens so ein Fall. Und Herr Kerklo, wir werden das auch sehr verantwortlich und gut bei der dritten Stadtbahn machen. Wir werden auch den Konzertsaal bauen. Auch daran glaubten ja manche schon nicht mehr. Die Ausschreibung läuft. Im Frühjahr ist der Architektenwettbewerb und dann wird es losgehen. Wir schaffen hier ein herausragendes Areal für Kultur und Kunst. Und auch wenn es manche außerhalb Bayerns nicht glauben, Bayern ist ein Kulturstaat. Wir können auch kultiviert umgehen miteinander, meine Damen und Herren. Wir können vieles, was andere uns nicht zutrauen. Und das werden wir Ihnen beim Konzertsaal zeigen. Übrigens bauen wir gleichzeitig einen Konzertsaal in Nürnberg, damit Sie mal die Kraft sehen, die in Bayern vorhanden ist. Andere würden sagen, das ist ein Fall für die nächste Generation. Wir machen es gleichzeitig. Und wir werden am Freitag etwas realisieren, was ich vor 7 Jahren ins Goldene Buch der Stadt Augsburg eingetragen habe, nämlich die Uniklinik kommt. Da bin ich auch bespöttelt worden und belacht worden. Am Freitag, Herr Enders, ist die Grundlegung der Fakultät. Und da kann ich sagen, auch hier Wort gehalten. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und Sie wird es wundern, das können wir alles finanzieren, ohne auch nur einen einzigen Euro Schulden aufzunehmen. Ich rechne jetzt nicht mehr zurück, jedenfalls weit über 10 Jahre, Kurt Feuchtelhauser, finanzieren wir unseren bayerischen Haushalt ohne neue Schulden. Und seitdem ich angekündigt habe, dass Bayern der erste Staat sein wird, der keine Altschulden mehr hat, haben wir fast 5 Milliarden Schulden getilgt. Auch da bin ich den Abgeordneten sehr dankbar. Sie können sich ja vorstellen, wenn das Geld da ist und für so wunderschöne Geschichten im eigenen Stimmkreis ausgegeben werden könnte, dass es schon Standfestigkeit braucht, um dann zu sagen, aber jetzt zahlen wir wieder 1 Milliarde zurück, wieder 500 Millionen zurück. Und nachdem jetzt der Länderfinanzausgleich, auf den ich gleich noch komme, Realität geworden ist, ist es, wie ich sage, bombensicher. Den Begriff verwende ich immer dann, wenn ich mir besonders sicher bin, dass wir das erste Land sein werden ohne Altschulden, weil wir regelmäßig Schulden tilgen. Vorletzten Mal habe ich den Begriff bombensicher übrigens in Berlin gebraucht, in einem Hintergrundkreis der Journalisten, die nannten sich Fact Finders und haben mir an einem Morgen zum Frühstück die Frage gestellt, gehen Sie davon aus, dass die Kanzlerin wieder kandidiert? Und ich habe gesagt, bombensicher. Wenn solche Prognosen eintreten, können Sie immer davon ausgehen, schreibt sie niemand. Das Gegenteil wäre sehr wohl veröffentlicht worden. Also man überlegt sich schon, welche Dinge kann man wirklich für die Zukunft prognostizieren und welche sind auch belastbar. Ich möchte Ihnen nur sagen, wir stehen blendend da. Ich möchte mich bei Ihnen allen dafür bedanken. Das ist ein Spiegelbild für die Leistungskraft unserer Menschen. Das könnte eine Regierung, die Leitplanken setzen kann, die fördern kann, die unterstützen kann, niemals gewährleisten, sondern entscheidend ist, wie die Menschen in Bayern anpacken, was sie sich zutrauen, was sie an Innovation einführen, was sie investieren. Alles dies ist notwendig und deshalb darf ich Ihnen erneut Danke sagen bei Ihrer Generalversammlung für Ihr Wirken. Ohne Sie wäre das nicht möglich. Das gilt auch für IT. Wir werden nächstes Jahr einen großen bayerischen IT-Gipfel machen. Wir sind schon gut unterwegs. Ich habe jetzt noch mal mit Telekom und Vodafone am Freitag in Berlin gesprochen, die uns da sehr unterstützen.
Es geht aber nicht nur um die Infrastruktur. Man wird bei der Infrastruktur, bei allem Erfolg der Programme, die wir bisher in Bayern aufgelegt haben. Lieber Wolfgang Heubisch, ich habe mich erinnert an das Jahr 2011 unserer gemeinsamen Regierung. Da haben wir noch von der Grundversorgung 1 Megabit gesprochen. 1 Megabit. Jetzt haben wir ein Programm laufen als Bayern, nämlich 30, 50 Megabit. Und wir müssen auch dieses Programm fortführen hin zu Giga. Also nach dem, was mir da alles jetzt in Berlin nochmal offeriert wurde, übrigens ohne Dobrindt macht dies schon in Berlin. Also man kann nur in den Gigasphären denken auf diesem Feld. Und deshalb ist das eines der Felder, wo ich ganz offen zum Jahresende 2016 sage, wo sich auch Bayern noch massiv verbessern muss, obwohl wir schon gut sind. Aber das hilft uns nichts, wenn wir in 2 Jahren uns dann auch nicht mehr als gut einstufen können, weil wir das Giga-Zeitalter vielleicht nicht richtig angenommen haben. Das ist ein typisches Feld mit höchster Geschwindigkeit, Herr Professor Herrmann, und Markus Blume, wo man nur, wie zu meinen früheren Zeiten, wenn man einen Computer gekauft hat, wusste man, er ist schon veraltet. Es gab wieder einen neuen Prozessor und so ging es ja viele, viele Jahre und geht es immer noch. Wir müssen hier nochmal zulegen. Ich werde das am Dienstag auch sehr deutlich im Kabinett sagen. Aber München, das dürfen wir schon auch sagen, ist das Mekka von IT. Es kommt noch vor Paris und London. Wir haben eine Menge dafür auch getan, die Universitäten, aber auch die Politik und die Wirtschaft. Und wenn ich dann immer große Firmen nenne, dann seien Sie mir bitte nicht böse, die wir nach München gebracht haben. Da kommt der Satz von Otto Wiesoy, den ich auch verinnerlicht habe, der Mittelstand und die großen Konzerne bedingen sich gegenseitig. Es war immer dein Credo, dass die Industrie notwendig ist für einen gesunden Mittelstand und die Industrie braucht ihrerseits wiederum einen starken Mittelstand. Und deshalb weiß ich, was im Mittelstand hier auch geleistet wird. Aber ich bin schon glücklich, dass uns in diesem Jahr zum Beispiel die Zentrale Deutschlands von Microsoft gelungen ist hier in München. Dass die Chefin von IBM mit dem Computerprojekt Dr. Watson jetzt eben in der Schwabinger Parkstadt sitzt. Den Fall werde ich schon deshalb nicht vergessen, weil es mir in der Staatskanzlei noch nie passiert ist, dass ich bei einem Gast nicht zu Wort kam. Die Chefin hat geredet und geredet und geredet. Es war mir nicht möglich, hier etwas anzubringen, aber sie hat sich angesiedelt. Das war das Allerwichtigste. Wir haben Huawei, das habe ich mir selber in China angesehen. Wir haben Google und wir haben vor allem das digitale Zentrum in Garching draußen, das wir weiter ausbauen wollen. Und, meine Damen und Herren, wir haben in jedem Regierungsbezirk, in München nochmal besonders, mindestens ein digitales Gründerzentrum. Und wenn sich die Abgeordneten nicht einig wurden, ob jetzt Nord- oder Südoberfranken wichtiger ist, dann haben wir gesagt, beides ist wichtig und wir machen es zweimal. Also, mir muss niemand erzählen, in welcher Zeit wir sind im digitalen Bereich. Wir werden diesen IT-Gipfel machen, anwenderorientiert, weniger über die Infrastruktur, das ist ausreichend diskutiert. Aber was hier von der Bildung über E-Government, das hat mich auch so geärgert, wie die Chefin der Kapstadt da war, die Premierministerin, und mir ein Programm vorgespielt hat, wo sie zu jeder Stunde abfragen kann, wie weit welches Bauprojekt ist, ob Kostenüberschreitung, Unterschreitung, wo die Probleme liegen. Und wir haben es leider in Bayern noch nicht, auch das muss ich selbstkritisch sagen. Für Sie vielleicht alles selbstverständlich, aber für eine öffentliche Verwaltung ist dies ein Kraftakt. Das dürfen Sie mir glauben. Es gibt also genug auf diesem Sektor zu tun. Ich kann Ihnen versprechen, wir bleiben bei der Grundlinie unserer Strukturpolitik, unserer Wirtschaftspolitik. Wir bleiben bei einer hohen Investitionsquote. Wir bleiben bei einer stabilen Personalquote. Und wir gehen die Zukunftsfelder sehr, sehr dynamisch an
sodass aus meiner Sicht jedenfalls alle Voraussetzungen gegeben sind, dass in Bayern das, was stark ist, auch stark bleibt. Vierte Bemerkung. Es gehört zur großen Tradition Bayerns, dass wir auch in Bonn früher oder heute in Berlin ein starkes Wort mitreden. Die bayerische Eigenstaatlichkeit, das bayerische Selbstbewusstsein speist sich sehr aus dieser Überlegung. Wir haben es auch immer geschafft, also ob jetzt Franz Josef Strauß, ob dann Theo Weigel über viele Jahre und dann Edmund Stoiber, das waren schon immer nachhaltigste Vertreter des Freistaats Bayern. Und ich kann allen nur sagen, die sich politisch interessieren, auf der einen Seite möchte ich Ihnen sagen, wir haben jetzt sehr, sehr gute Gespräche mit der Bundeskanzlerin, was verschiedene Politikfelder angeht. Ich glaube, dass wir in der Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in weiten Feldern der Europapolitik, der Finanzpolitik übereinstimmen werden. Das ist eine große Schnittmenge und Bindungskraft gemeinsamer Politik. Und es wird vielleicht, aber das gehört auch zur Tradition, ich habe mal nachgeschaut, selbst bei so harmonieveranlagten Politikern wie Theo Weigel gehörte es auch gelegentlich dazu, dass man unterschiedliche bayerische Akzente gesetzt hat. Es wird aber nach meiner Einschätzung so viel Gemeinsamkeit vorhanden sein, dass man diesen Wahlkampf als bürgerliche Mitte unter Einschluss der Nationalkonservativen und Wertkonservativen in unserer Gesellschaft führen kann. Diese Bindungskraft ist da. Und es wird das eine oder andere Feld geben, wo Bayern einen eigenen Akzent setzt. Sie hat mich am Freitag sehr beruhigt, dass wir in der Steuerpolitik keinen unterschiedlichen Akzent haben, so wie es den Anschein gegeben hat am Anfang. Und andere Dinge, meine Damen und Herren, in der Sicherheit, das ist ohnehin unser Markenkern. Es geht nicht nur immer um Terrorismus und Bandenkriminalität international, sondern um ein drittes Feld zu nennen, wo ich auch in Bayern nicht zufrieden bin, das ist der Einbruchsdiebstahl. Wir haben da eine Aufklärung von 15%. Das ist unzureichend. Und der Hinweis, in Nordrhein-Westfalen ist die Aufklärungsquote noch niedriger, befriedigt mich überhaupt nicht. Da fühle ich mich erinnert an meine Zeit als Bundesgesundheitsminister. Für einen Patienten ist es nicht sehr tröstlich, wenn der Arzt ihm sagt, regen Sie sich nicht auf, nebenan liegt noch jemand, der stirbt früher als Sie. Das ist kein Argument. Wir müssen da unbedingt schauen, dass wir besser werden. Und es bewegt sich da jetzt etwas in Berlin. Und eine der Maßnahmen oder zwei wichtigen Maßnahmen, dass man die Telefongespräche, die während eines Einbruchs geführt wurden, um das Areal herum, dass man die Telefonverbindungen nachträglich feststellen kann, ohne dass der Datenschutz wieder wichtiger ist als der Bürgerschutz. Und das Zweite, ich bin entschieden dafür, dass neben der Gesundheit und dem Leben als wichtigste Rechtsgüter die Politik dazu kommt, dass die Privatsphäre gleichermaßen stark geschützt wird, nämlich dass Einbruch in jedem Falle mit einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung bestraft wird, meine Damen und Herren. Das ist meine Ansicht. Das werden wir also gemeinsam hinbekommen. Wir haben da auch einiges erreicht. Politik ist bekanntlich die Kunst des Möglichen. Ich habe jetzt gelernt bei der Redevorbereitung, dass dies ein Wort von Bismarck war. Es ist immer mehr auf Max Weber zurückgeführt worden, aber vielleicht hat der wieder, weiß ich nicht. Jedenfalls Kunst des Möglichen. Und in Berlin ist es manchmal die Kunst des Unmöglichen. Geduld haben Sie mir heute bei einem lateinischen Sprichwort im Antiquarium gesagt, Herr Professor Herrmann, ist das Wichtigste gegen die Widrigkeiten des Lebens. Und das kann ich im Verhältnis zu Berlin nur bestätigen. Wir haben aber schon auch die Dinge, die wir wollten, durchgesetzt. Zum Beispiel
ist in Stein gemeißelt worden, keine Steuererhöhung in dieser Legislaturperiode. Ist erfüllt, Herr von Honau. Dass wir jetzt zum vierten Mal einen Haushalt haben, ohne Neuverschuldung, ist eine schöne Entwicklung. Nun kann man sagen, wie kann man das überhaupt verhindern bei diesen Steuereinnahmen? Aber ich sagte vorhin am bayerischen Beispiel, es muss erst mal gemacht werden von einem Parlament, die Versuchung des vorhandenen Gelds, das vorhandene Geld auch einzusetzen, zu widerstehen. Und da haben wir ein klares Stoppschild gesetzt für Erhöhung der Schulden oder der Steuern. Und wir machen seit geraumer Zeit eines als Bayern. Wenn man mit Sozialdemokraten regiert, ist es die tägliche Versuchung der Sozialdemokraten, irgendeinen Lebenssachverhalt mit Paragraphen zu lösen. Und das hat zu manchen Widrigkeiten geführt, das weiß ich, wenn ich nur an die ganze Dokumentationspflicht beim Mindestlohn denke. Aber wir haben uns jetzt schon seit geraumer Zeit, das liegt jetzt schon eineinhalb Jahren zurück, der VBW wird es bestätigen können, ist er da? Wenn nicht, dann fragen Sie ihn. Dass wir sagen, wir stimmen solchen Dingen überhaupt nur noch zu, wenn auch die deutsche Wirtschaft uns vorher unmissverständlich sagt, das können wir mittragen und dem stimmen wir zu. Sie glauben gar nicht, was da in den Apparaten entwickelt wird. Oft ist es dann auch der eigene Apparat in Bayern, der das auch noch gerne so hätte. Und dann braut sich da parteiübergreifend etwas zusammen, wovon die Politiker zunächst gar nichts wissen und dann überrascht sind, wenn sie von ihnen mit der Lebensrealität konfrontiert werden. Auch das sage ich so offen. Seien Sie also immer wachsam in Ihren Verbänden, wenn sich was anbahnt, und glauben Sie nicht automatisch, dass der Ministerpräsident oder die Landes- oder Staatsminister dies auch wissen, was Sie wissen. Sie sollten uns also erleuchten, Sie sollten uns mit diesem Informationsstand ausstatten. Das ist in der heutigen Zeit der komplexen Sachverhalte unverzichtbar. Ich sage immer, es gibt keinen Ersatz für die Praxis in der Politik. Und deshalb brauchen wir sie, wenn es um solche Dinge geht. Der Otto Wiesel war etwas sehr unbarmherzig. Normalerweise ist er vor Weihnachten fürsorglicher bei der Beurteilung der Erbschaftssteuer, wo der böse Wolf da aus München dann von der CDU gebeten wurde und auch von den Grünen gebeten wurde, mit der SPD zu verhandeln. Ich habe da nach wie vor meine Position und den Gesetzentwurf hat der Schäuble vorgelegt, sonst wäre er vielleicht noch einfacher geworden. Ich kann Ihnen nur sagen, einer oder der Grundsatz ist, wenn jemand etwas erbt, zum Beispiel Barvermögen oder Vergleichbares, dann soll er auch seine Steuern zahlen. Aber ich hatte immer zwei Grundsätze, seitdem ich in diesem Amt bin. Erstens, wenn jemand selbstgenutztes Eigentum hat, also Wohneigentum, und es nach dem Tod des Erblassers oder der Erblasserin weiter nutzt, dann hat der Staat hier nichts verloren. Und das Zweite ist, wenn jemand einen Betrieb vererbt und die Tochter oder die Frau oder der Sohn führt den Betrieb weiter, dann ist es absolut gerechtfertigt, dass dieser Vorgang steuerlich privilegiert wird. Denn wir unterhalten uns in einer Woche in einem Kabinett und in der Koalition, wie man Existenzgründer steuerlich unterstützen kann. Und da passt es nicht in die Landschaft, in der nächsten Woche darüber nachzudenken, wie man einen Erbvorgang stärker besteuern kann und damit Existenzgründer von der Fortführung der Arbeitsplätze abhalten kann. Das ist keine logische Politik. Wir haben nach langer Diskussion durchgesetzt die Neuordnung des Bund-Länder-Finanzausgleichs. Wir werden über 1 Milliarde als Freistaat Bayern weniger bezahlen. Natürlich sitzen hier auch Zuhörer, die sagen, warum zahlen wir überhaupt etwas? Da möchte ich mal sagen, das habe ich auch gelernt, erst in diesen Verhandlungen, die sich ja jahrelang hingezogen haben, die östlichen Bundesländer haben eine Steuerkraft, die liegt gerade mal bei 50% der westlichen Bundesländer.
Und meine Damen und Herren, ohne Unterstützung kommen die niemals auf die Füße. Da gibt es Bundesländer, die sind tough. Ich denke zum Beispiel an den Freistaat Sachsen. Das ist ein echter Wettbewerber für den Freistaat Bayern. Aber meine Damen und Herren, wir können da 25 Jahre nach der deutschen Einheit diese Länder nicht alleine lassen. Das sage ich auch als bayerischer Ministerpräsident, obwohl ich weiß, in manchen Wohnzimmern würde das Gegenteil lieber gehört. Das war der Grund, warum wir den Länderfinanzausgleich nicht völlig zur Disposition gestellt haben. Aber wir haben ein Stück mehr Gerechtigkeit eingeführt. Bayern zahlt also 1,3 Milliarden künftig weniger. Aber der größte Erfolg ist, dass dieser Länderfinanzausgleich der Zukunft gedeckelt ist. Das heißt, das, was bisher stattgefunden hat, wenn in Bayern mehr Wachstum und Dynamik entsteht, dann geht der größte Teil davon, wenn nicht alles, in andere Bundesländer, die sich nicht vergleichsweise anstrengen. Und das haben wir geändert mit Zustimmung aller Bundesländer, dass wir diesen Finanzausgleich gedeckelt haben, sodass künftig das, was in Bayern zusätzlich durch Kreativität, durch Innovationskraft erwirtschaftet wird, auch in Bayern bleibt. Das ist eigentlich der größte Erfolg dieser Verhandlungen. Sie werden erleben im Januar, vielleicht auch erst im Februar, dass die Kanzlerin mit ihrem gesamten Präsidium nach München kommt. Das ist nicht verkehrt. Wir heißen Sie herzlich willkommen und wir werden dann daran arbeiten, dass wir nicht etwas inszenieren oder der Bevölkerung etwas vormachen, sondern dass wir uns bemühen, in zwei Tagen ehrlich und substanziell ein Angebot machen für die Politik der Zukunft, mit welcher Politik wir sie in die Zukunft führen wollen, diese Republik. Die Menschen sind heute so aufgeweckt, so aufgeklärt, haben so starke Menschenkenntnis, dass inhaltliche Differenzen bei gleichzeitiger harmonischer Inszenierung nicht abgenommen wird. Das geht nur, meine Damen und Herren, wenn wir ehrliche Politik anbieten. Da ist im Februar, März, April noch ausreichend Zeit. Und das will die Kanzlerin und das wollen wir in Bayern auch. Und es wird uns weitgehend gelingen und es muss nachprüfbar sein. Es wird dann vielleicht den einen oder anderen Unterschied geben. Ich sehe heute vor allem die Zuwanderung. Da haben wir ja den Dreiklang Humanität, Integration und Begrenzung. Und ich will jetzt nicht in alle Facetten der Zuwanderungspolitik des Freistaats Bayern eintreten. Die reale Politik in Berlin hat sich sowieso auf unseren Standpunkt begeben. Aber man muss nicht immer in der Politik dazu sagen, dass man jetzt auch das tut, was die Bayern wollen, sondern mir reicht schon, wenn man es tut. Und trotzdem brauchen wir Folgendes. Es stimmt der Satz, das letzte Jahr darf sich nicht wiederholen. Das sagt die Bundesregierung wie wir. Nur in den nächsten Monaten wird es auch erforderlich sein, der Bevölkerung zu sagen, durch welche Maßnahmen wird man dafür sorgen, dass sich dieses Jahr nicht wiederholt. Und da wollen wir konkreter sein als die Bundesregierung. Und wenn Sie da in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder hören, wir Bayern wollen, wie man das jetzt bezeichnet, Grenze, Obergrenze, Richtgrenze oder sonst was. Entscheidend ist die Zahl 200.000, das ist die jahrelange Erfahrung. Das wäre für uns in Bayern 30.000, 200.000 für ganz Deutschland. Und ich bin der tiefen Überzeugung, nachdem ich ja auch schon einige Jährchen in der Politik unterwegs bin, nach dieser Erfahrung der letzten Jahrzehnte haben wir bei einer solchen Größenordnung kein Problem mit der Zuwanderung und kein Problem mit der Akzeptanz in der Bevölkerung. Wir wollen, dass die Spaltung der Gesellschaft überwunden wird, dass die Polarisierung aufhört und dass die Bevölkerung akzeptiert eine Zuwanderungspolitik in einer modernen Welt. Und meine Damen und Herren, die Begrenzung ist Voraussetzung für die Integration. Sie können alles vergessen. Wenn eine nicht mehr beherrschbare Zahl oder Größe in die Bundesrepublik Deutschland kommt, ich erlebe es jetzt gerade, dann kommen die gleichen,
die immer für die offenen Grenzen und für das Durchwinken waren, dann plötzlich auf den Ministerpräsidenten zu mit der Frage, wo sind jetzt die Klassen, wo sind die Lehrer, wo sind die Sozialpädagogen, wo sind die Wohnungen? Ohne Begrenzung. Und 200.000 ist schon eine, wie Schäuble mir immer wieder sagt, eine großzügige Zahl. Werden Sie die Integrationsprobleme, geschweige denn die Sicherheitsprobleme und die Finanzierungsprobleme nicht lösen? Das ist der wahre Hintergrund unseres Handelns. Die Bayern haben eine wunderbare humane Visitenkarte in den letzten Monaten abgegeben. Auch dafür möchte ich mich bedanken. Es war ja vor allem auch die Bevölkerung, es waren die Kirchen, die Sozialverbände, die sich hier ungewöhnlich gut engagiert haben. Und in diesem Punkt werden wir möglicherweise mit der CDU nicht übereinstimmen. Aber da möchte ich Ihnen sagen, wir werden die Garantie dafür abgeben, dass wir bei einer möglichen neuen Regierungsbeteiligung diese Dinge dann auch zum Tragen bringen werden. Wir werden darauf bestehen, dass in einer Zeit über Jahre hinweg der höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten die Einkommensteuer gesenkt wird. Ich stelle immer die Frage, wenn nicht jetzt, wann dann? Es gibt auch viele Punkte, die punktuell im Steuerrecht durchaus eine Berechtigung haben. Ich bin nicht der Meinung, dass man jede Steuerausnahme beseitigen sollte. Manche lenkende Wirkung einer Steuervorschrift hat durchaus einen Segen. Und so wollen wir beispielsweise den Wohnungsbau dort stärker wieder zum Tragen bringen, aber auch die Eigentumsbildung durch Familien mit Kindern. Wir wollen ein Baukindergeld einführen, pro Kind von 1.200 Euro pro Jahr. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, an meine eigene Jugend. Damals gab es andere Paragraphen, ich glaube 7b. Und das hat mich zum Beispiel als ganz junger Mensch motiviert, mir ein Reihenhaus zu kaufen. Obwohl ich das nie in meinen Vorstellungen und Träumen für realisierbar hielt, bei 4 Kindern und einem Arbeiter, einem Vater als Arbeiter, der im Regelfall im Winter arbeitslos war. Und da war es der Steueranreiz, der mich dann als verdienender junger Mensch dazu animiert hat, das mal zu probieren. Und meine Damen und Herren, wenn Sie mal die Geschichte der Republik zurückverfolgen, in vielen Jahrzehnten war es Ausdruck eines deutschen Wohlstands- und Sozialmodells, dass sich normale Menschen, wenn sie mal 10, 20 Jahre berufstätig waren, auch Wohneigentum leisten konnten. Und wir müssen wieder zurückkommen, dass diese eine Politik der Eigentumsbildung, dass eine Politik, die es einem Arbeitnehmer von BMW, von Audi, von Siemens oder von einem mittelständischen Betrieb ermöglicht, sich Eigentum zuzulegen, ein ganz anderes Verhältnis zu dieser staatlichen Gemeinschaft herzustellen, zur Demokratie und ein Lebenswerk hinlegen zu können, wo man sagen kann, ich habe in meinem Leben etwas erreicht. Das ist ein ganz großes Anliegen für uns bei dieser Steuerreform, Wohneigentum wieder zu ermöglichen, gerade für Familien. Vielleicht nicht. Und wir werden darauf bestehen, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, stufenweise. Es gab viele Begegnungen, auch unter vier Augen, zwischen Wolfgang Schäuble und mir über den Solidaritätszuschlag. Er ist dezidiert der Meinung, dass er mit zunehmendem Abstand zur deutschen Einheit verfassungsrechtlich nicht mehr trägt. Er hat mir immer gesagt, wir müssen ihn rechtlich sowieso auslaufen lassen. Und ich habe ihn immer gefragt, ist dies möglich, ohne dass wir wieder eine dieser berühmten Gegenfinanzierungen, die dann die ganze Stimmung im Lande kaputt machen, brauchen? Er hat mir gesagt, ja. Und ich merke mir sowas. Und wenn es mir mehrfach gesagt wird, dann merke ich es mir mehrfach. Das ist hier gespeichert und wir werden das als Teil unseres Programms machen. Über die Sicherheit habe ich gesprochen in unserem Lande, für die Bevölkerung ganz oben. Über Eigentum ebenfalls
Und bei der Zuwanderung werden wir unterschiedlicher Meinung sein. Mittlerweile ist es allgemein gut, dass Europa raus muss aus der Saugkraft eines Staubsaugers. Das ist ja, sind ja vornehmlich die Themen, die bisher dort bearbeitet wurden, hin zu den großen Themen. Also bei der Flüchtlingspolitik zum Beispiel mit der Bekämpfung der Fluchtursachen, die Kontrollen der Außengrenzen, die bessere Verteilung, das muss nicht gleich auf alle Länder sein, aber auf mehr Länder der Flüchtlinge in Europa. Dies alles ist gut und ich bin froh, dass ich nach eigenem Kontakt mit Juncker und auch Alexander Dobrindt, der da wirklich eine hervorragende Arbeit macht, wenn ich nur denke, ohne seine Mitfinanzierung bei der zweiten Stammstrecke, jetzt zahlt der Bund mehr als der Freistaat Bayern, wäre die zweite Stammstrecke auch für den Freistaat Bayern fraglich geworden. Aber er hat es ermöglicht. Es ist also nicht ganz verkehrt, wenn ein Minister aus Bayern stammt. Manchmal schärft es die Sinne. Wie ich überhaupt einmal sagen möchte, das ist aber heute nicht im Detail mein Thema, auch nicht privat, das werde ich erst im neuen Jahr machen. Kein Verein kann in der Bundesliga bestehen ohne Nationalspieler, jedenfalls nicht in der Spitze. Und deshalb brauchen wir neben klaren Inhalten für das, was in Berlin ansteht, für den Wahlkampf und vor allem für die Zeit danach, auch Nationalspieler, die in diesem Konzert von 7 Parteien bestehen können, in einem Kabinett bestehen können gegenüber einer Frau Merkel. Es ist nämlich ein Unterschied, ob man in sicherer Entfernung von 500 Kilometern sich über die Bundeskanzlerin äußert oder ob man ihr gegenüber sitzt, meine Damen und Herren. Da ist schon eine Wirkmächtigkeit, da ist schon eine Strahlkraft da, die ist schon in ihrem Metier stark zu Hause. Ich habe einige Spitzenpolitiker erleben dürfen. Und da soll sich, ich habe mal den Satz geprägt, wer Angela Merkel unterschätzt, hat schon verloren. Und da brauchen wir Nationalspieler. Mehr sage ich heute nicht dazu. Es ist niemand gemeint. Es richtet sich vor allem auch gegen niemand. Denn das meine ich wirklich in vollem Ernst. Ich wundere mich immer, wie jede Strategie sofort personalisiert wird. Ich äußere außer der Strategie, die wir brauchen als Bayern, nichts anderes, als dass wir ein klares Fundament brauchen, inhaltlich. Ich habe die wichtigsten Punkte genannt, die alle auf dem Fundament der sozialen Marktwirtschaft fußen. Ich habe heute mal einen schönen Satz von Ludwig Erhard gelesen: Kein Staat kann mehr geben, als er den Bürgern vorher abgenommen hat. Eigentlich ein logischer Satz, aber in der praktischen Politik wird es schlicht und einfach vergessen. So, und so gehen wir jetzt in die nächsten Monate, auch mit dem Versuch, Nationalspieler zu rekrutieren, auszubilden und in die Schlacht zu werfen. Das ist notwendig, absolut notwendig. Und ich möchte als Vorletztes Ihnen, Herr Hoffmann, danken. Sie kommen ja aus der Bayerischen Verwaltung, also können Sie eigentlich nur Segensreiches und Gutes leisten. Aber Sie haben das auch beim Wirtschaftsbeirat getan und dafür auch heute nochmal meinen herzlichen Dank. Ich weiß, die Vorsitzenden und Chefs leben von Ihrem ersten Mitarbeiter und das sind Sie. Danke. Es kommt für Sie der Herr Schachtner, den ich auch schon geraume Zeit kenne. Wo sitzt dann Herr Schachtner? Aber loben tun wir nie im Vorhinein. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vergessen Sie nicht, woher Sie kommen. Im Zweifel also immer das Bayerische Wirtschaftsministerium und den Bayerischen Ministerpräsidenten ausreichend loben und unterstützen. Lieber Otto, ein Jahr ist mal wieder vorbei. Ich denke, dir hat es wieder Spaß gemacht, das ist jedenfalls mein Gefühl, den Wirtschaftsbeirat zu führen. Du hast eine hervorragende Mannschaft, die viel bewirkt. Sie glauben gar nicht, meine Damen und Herren, was alles ausgelöst wird durch Bemerkungen, durch Hinweise, durch Ratschläge,
Du hast vielleicht manchmal den Eindruck, dass wir nicht 200% davon erfüllen, sondern eben nur die berühmten 100%. Aber das ist eine große Trefferquote. Wer dich kennt, kann nur sagen, meine Damen und Herren, Sie haben einen perfekten Kapitän. Er ist kompetent, er ist visionär und er ist durchsetzungsstark. Und dafür sage ich dir Danke. Schließen tue ich heute mal mit dem FC Bayern. Alle, die ein bisschen unter Druck sind, haben meine Solidarität. In der Hymne des FC Bayern heißt es so schön über Bayern, Stern des Südens. Das will auch der Freistaat Bayern in der Zukunft bleiben. Und vor allem die zweite Zeile dieser Hymne, die ist wunderbar. Bayern forever number one. Das wollen wir bleiben. Danke. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, lieber Horst, ich danke sehr herzlich im Namen aller Teilnehmer für diese Ansprache, für diese Ausführungen, für die Inhalte, die Sie vermittelt haben oder die du vermittelt hast. Ich glaube, dass das schon eine Perspektive gibt, wie es insgesamt weitergehen soll und wird in Bayern und wie es weitergehen soll in Berlin, in Deutschland. Ich denke, was dein großes Talent ist, du vermittelst den Menschen Sicherheit und Vertrauen darin, dass sie politisch gut geführt werden, dass das Land in guten Händen ist, dass das Land eine gute Weiterentwicklung erfahren wird und erfahren soll. Und ich denke, dass uns insgesamt alle auszeichnet, dass hier ein vernünftiges, nicht eine Kameraderie, sondern ein vernünftiges Zusammenleben, Zusammenwirken zwischen Wirtschaft und Politik besteht und das sollte auch in Zukunft so bleiben. Herzlichen Dank. Ich weiß, dass du den weiteren Ablauf nicht mehr mitverfolgen kannst, weil ein paar Termine anstehen. Darum möchte ich dir jetzt bereits ein kleines Geschenk übergeben. Es ist herausgesucht vom Präsidenten des Weinverbandes Franken, von Herrn Steinmann, der gleichzeitig unser Bezirkspräsident für Würzburg und Schweinfurt ist. Es sind ein paar Flaschen guter Wein. Und jetzt sage ich ganz persönlich dazu, wenn dich eine gewisse Dame einmal ärgert, dann trinkst du ein bisschen was davon. Und wenn sie dich sehr ärgert, dann schenkst du ihr Flaschen. Dann wird sie vielleicht humaner und besser zu handhaben. Aber ich hoffe, das Geschenk freut dich. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ja, dann wünschen wir dir noch einen erfolgreichen und guten Nachmittag, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, lieber Horst, und danke fürs Kommen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil mit Herrn Tom Enders, dem Chef von Airbus Group, Airbus International. Ich nehme an, Sie werden einen kleinen Impuls geben oder Einführungsreferat halten oder steigen Sie sofort in die Diskussion ein, ich weiß es nicht. Interviewt wird er von Herrn Ziesemer,
der ja langjährige politische Erfahrung hat als Journalist, als Chefredakteur, der sich selber auch noch bekannt machen wird, dann ist das ein sehr offener Dialog, den wir jetzt erleben und der allerdings auch auf die kritischen Punkte losgehen wird und eingehen wird, die uns natürlich auch interessieren. Es soll ja keine Jubelveranstaltung werden, sondern eine Sache, die uns insgesamt in der Diskussion auch weiterführt. Sie haben das Wort, bitteschön. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich hier heute am Schluss dieses Gespräch mit Thomas Enders führen kann. Ich fühle mich natürlich ein bisschen als Exot, wie Sie an meiner Stimme schon hören. Ich komme aus Hamburg. Aber immerhin, ich kann Sie beruhigen, ich bin mit einer Bayerin verheiratet. Tom Enders ist auch kein geborener Bayer, aber er lebt immerhin 25 Jahre hier. Also insofern gehen Sie auch durch auf der Veranstaltung. Sie haben aber über sich selbst vor kurzem gesagt, in einem Interview in Berlin, und ich füge jetzt mal hinzu, vielleicht auch in München, sieht man Sie schon als Halbfranzosen. Wie ist der Blick eines Halbfranzosen auf die Probleme, die wir im Moment in Europa haben? Also das war natürlich, Herr Siesemann, das war provokant gemeint, aber lassen Sie mich zunächst einmal sagen, Seehofer ist ja, er muss ja leider gehen, aber ich habe ihm vor 4 Jahren, als wir damals entschieden haben, diese Firma Airbus braucht einen Hauptsitz. Wir können nicht ewig die Hälfte der Mannschaft in Paris, die andere Hälfte in München haben und der Kern von Airbus ist eben in Toulouse angesiedelt. Wie ich gesagt habe, wir ziehen die Headquarter-Teile von Otto Brunn sukzessive nach Toulouse, habe ich ihm versprochen, aber der Airbus-Chef wird mindestens 3 Tage die Woche aus Bayern heraus regieren. Zugegebenermaßen 2 davon sind in der Regel Wochenende. Dank dieser Einladung, Herr Wiesoy, komme ich diese Woche auf 4 Tage Bayern. Sie sehen also daran, ich bin in Bayern noch stark verwurzelt, in der Tat, lebe am Tegernsee, habe meinen Wohnsitz nie verlegt. Aber es ist in der Tat interessant, sich natürlich auf Deutschland zu schauen, wenn man beruflich viel in Frankreich unterwegs ist, beziehungsweise in Toulouse seinen Hauptsitz hat. Das mit dem Halbfranzosen war so gemeint, wenn man so einen Konzern führt wie Airbus, dann kann man es nie allen richtig machen. Also mein Vorgänger Louis Gallois, seines Zeichens Franzose, der wurde in Paris immer kritisiert dafür, dass er zu nachgiebig sei gegenüber den Deutschen. Und in Berlin war er hoch angeschrieben, weil man überrascht war, wie fair er mit den Deutschen umging. Bei mir ist es umgekehrt, aber damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Airbus ist vielleicht eines der Unternehmen überhaupt in Deutschland, die in den letzten Jahrzehnten am stärksten profitiert haben von dem, was man so schön Globalisierung nennt. Im Moment hat man das Gefühl, überall auf der Welt, die verschiedenen Zeichen, es geht in eine andere Richtung. Könnte es sein, dass auch Sie als Unternehmen sich auf eine Situation einstellen müssen, wo das Stichwort nicht mehr Globalisierung heißt, sondern Renationalisierung? Ja, selbstverständlich, Herr Ziesemann. Das macht uns natürlich wie vielen anderen global tätigen Unternehmen schon einige Sorge. Es ist kein Zweifel, Protektionismus ist auf dem Vormarsch. Nationalismus ist in weiten Teilen der Welt, auch in Europa, auf dem Vormarsch. Schauen Sie, unser Hauptgeschäft sind Zivilflugzeuge. Bill Gates hat mal gesagt, der internationale Luftverkehr, das war eigentlich das erste World Wide Net, denn das hat die Welt miteinander verbunden, nicht nur durch Passagiere, sondern eben auch über Güter. Und wenn das gekappt wird, wenn Protektionismus Überhand gewinnt, natürlich leidet darunter der globale Handel. Das sehen wir jetzt schon an den Zahlen, dass der Handel sehr gedämpft weltweit sich entwickelt. Und Luftverkehr ist einer der Frühindikatoren, wenn tatsächlich so eine Situation einträgt. Ich muss allerdings sagen, zurzeit sehen wir das noch nicht, aber wir sehen die dunklen Wolken am Horizont, natürlich. Und wenn Sie in Szenarien denken, und das muss man ja immer als Unternehmen, spielen Sie Szenarien durch, das zum Beispiel so heißen könnte, Marine Le Pen, Mehrheit in Frankreich bei der Wahl,
Sie hat gesagt, sie will raus aus der EU. Die EU fällt auseinander. Ist sowas ein denkbares Szenario? Das ist sicherlich ein denkbares Szenario. Allerdings, ich möchte mal sagen, nach dem gestrigen Abend ist das sicherlich ein Szenario, das man als sehr unwahrscheinlich ansehen kann. François Fillon ist unter den Umständen in Frankreich meiner Ansicht nach der bestmögliche Kandidat, die Front National zu verhindern, Marine Le Pen zu verhindern. Klar, wir sind ein genuin europäisches Unternehmen. Wenn diese EU uns um die Ohren fliegen sollte, hätten wir in der Tat ein echtes Problem. Das fängt übrigens nicht nur damit an. Ich war Herrn Seehofer sehr dankbar für seine Worte zum Brexit. Er hat das ja neulich auch in dem FAZ-Artikel, den sicherlich die meisten von uns gelesen haben, zum Ausdruck gebracht. Die starke Verbindung Bayerns mit Großbritannien war mir gar nicht so bewusst. Aber wir lassen jeden Airbus-Flügel, und jeder Flieger hat bekanntlich zwei, in Großbritannien herstellen. Also für uns wäre das schon ein ziemliches, ich will nicht sagen Horrorszenario, aber eine große Behinderung der Wettbewerbsfähigkeit, wenn hier neue Hürden aufgebaut würden, wenn hier Zölle und andere Sperren eingeführt würden, je nachdem, welcher Brexit, soft oder hart, dann stattfindet. Und wie andere Unternehmen, die stark in Großbritannien investiert sind, werden wir uns natürlich dafür einsetzen, dass das möglichst nicht passiert, auch wenn die Politik in Berlin und Paris das vielleicht etwas anders sieht. Unsicherheiten kommen auch durch die Wahl in den USA. Sind jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Können wir ein bisschen aufatmen? Herr Ziesemer, da führen Sie mich aufs Glatteis. Ich bin ja kein Politiker. Aber ich denke, auch da hat Herr Seehofer völlig recht. Geben wir dem neuen Team eine Chance, selbst wenn natürlich nach diesem Wahlkampf Recht zu Skepsis besteht, was die Inhalte anbetrifft. Aber Amerika ist uns nicht nur wichtig als Handelspartner, sondern auch als Sicherheitspartner. Und da sehe ich übrigens vielleicht eine positive Entwicklung. Es hieß ja, hat ja vorhin gesprochen vom, oder Sie waren es ja, sorry, vom Weckruf. Ich meine, wenn Trump in einer Forderung Recht hat, dann ist es sicherlich die, dass die Europäer deutlich mehr für ihre eigene Sicherheit, für ihre eigene Verteidigung aufwenden müssen. Es ist keinem klarzumachen, keinem Amerikaner, dass 500 Millionen Europäer nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen und von 300 Millionen Amerikaner verteidigt werden müssen. Es ist keinem klarzumachen, dass die NATO-Verteidigungsbudgets zu über 70% amerikanisches Verteidigungsbudget sind. Und das muss sich ändern. Und vielleicht führt das zumindest in der Außen- und Sicherheitspolitik zu einer Art Weckruf in Europa. Sie haben dieses Thema verstärkte europäische Anstrengungen in der Sicherheitspolitik in den letzten Jahren, eigentlich solange ich das verfolgt habe, immer wieder versucht, auf die Tagesordnung zu bringen. Sehen Sie denn wirklich Chancen, dass das jetzt auch passiert? Die Frage ist ja, das Wünschenswerte zu unterscheiden von dem Wahrscheinlichen. Noch einmal, ich bin kein Politiker, aber wenn ich Umfragen lese in Europa, was den Leuten an Brüssel nicht behagt und im Gegenteil dazu, wo sie genuin europäische Integration eigentlich fordern, dann ist es häufig oder fast überall so, dass die in der Außen- und Sicherheitspolitik die größte Zustimmung besteht. Weil es ist auch völlig klar, wenn man mal von irgendeinem Teil außerhalb Europas nach Europa zurückkommt und diese kleine zersplitterte Welt sieht, dass die Nationalstaaten, selbst die Großen, sich nicht mehr selbst verteidigen können, geht ja jedem Bürger auf. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass wir in Europa das Pferd vom Schwanze aufzäumen. Das heißt, Europa oder Brüssel kümmert sich notgedrungen um viele wichtige und detaillierte Fragen. Aber die großen Fragen, die die Menschen wieder hinter das EU-Projekt bringen würde, nämlich eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu machen, das wird nicht angegangen. Vier Verteidigungsminister haben vor 14 Tagen oder so, der französische, spanische und italienische, haben einen gemeinsamen Brief geschrieben an 3 oder 24 europäische Kollegen und zu verstärkten Anstrengungen in gemeinsamer Verteidigung aufgerufen. In der Mitte des Briefes steht so ein Disclaimer, so ein Satz. Aber bitte schön nicht missverstehen, wir wollen keineswegs europäische Streitkräfte. Da wird dann rumgeeiert, da heißt es permanent strukturierte Zusammenarbeit etc. Ich kann nur sagen, als Airbus-Chef,
Wer hätte denn vor 40 Jahren, vor 50 Jahren Airbus für möglich gehalten? Wie viele Leute haben gesagt, das ist unmöglich, aus diesen nationalen, stolzen Firmen, Aerospatial, MBB, dann DASA, CASA, British Aerospace, einen integrierten Konzern zu zimmern. Insofern dieses Wort, das ist unmöglich, daran glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das ist ein wichtiges Projekt und hoffe, dass das nicht nur in Brüssel, sondern das müssen ja die Nationen wollen, das muss ja von den Nationen ausgehen, dass das stärker auf die Agenda geschrieben wird. Daran glaube ich ganz fest, dass das gelingen kann. Ich war vor kurzem in einem europäischen Staat, der nicht zu den größten und den wichtigsten gehört, aber der trotzdem eine sehr stolze Nation ist, nämlich in Estland. Sehr kleines Land. Und wenn Sie da mit den Leuten sprechen, dann stellen Sie fest, dass am Rande der NATO inzwischen die Leute zweifeln, ob überhaupt noch die NATO funktioniert im Zweifel, ob sie sich wirklich darauf verlassen können, in einem Verteidigungsfall natürlich gegenüber dem großen Nachbarn noch auf die NATO zu zählen. Ist das nicht ein unglaublicher, wir haben heute schon so oft den Weckruf gehört, ist das nicht auch ein Weckruf? Ja, selbstverständlich. Und gerade deswegen glaube ich daran, dass ein starker europäischer Pfeiler, gemeinsame europäische Streitkräfte mit den Amerikanern am Ende eine stärkere NATO machen würden und nicht, wie viele glauben, viel auch in der NATO, dass in Europa, bitteschön, man sich nicht integrieren sollte in der Verteidigungspolitik bei den Streitkräften, weil man sonst die Amerikaner verstört. Wir haben ja gerade von Trump eine völlig andere Botschaft erhalten. Übrigens war das ja nicht das erste Mal. Amerikanische Präsidenten und Verteidigungsminister haben das vielfach vorher schon gesagt, allerdings meistens nur in ihrer Farewell-Adresse, wenn sie das Amt verlassen, nicht während sie im Amt sind. Das ist ein großer Unterschied. Der Präsident sagt es eigentlich, bevor er ins Amt kommt. Also ich glaube, dass die Esten, dass gerade die Länder am Rande des Bündnisgebiets, am Rande der EU, viel davon hätten, wenn die Europäer, die Europäische Union ihre Verteidigungsanstrengungen bündeln würde und tatsächlich gemeinsame Strukturen schaffen würde. Deutschland müsste allerdings sein Verteidigungsbudget eklatant erhöhen. Wir haben ein Commitment abgegeben zu 2% vom Bruttosozialprodukt. Wir sind mittlerweile bei 1,19. Das ist sogar prozentual gefallen in den letzten Jahren. Der EU-Durchschnitt liegt bei 1,5. Das muss man deutlich machen, dass das wirtschaftlich stärkste Land in der Mitte Europa nicht in der Lage wäre, 2% des Bruttosozialprodukts für Verteidigung auszugeben, aber Hunderte von Milliarden für sicherlich wichtige Sozialleistungen, Renten etc. Haben Sie das Gefühl, wir haben ja heute durch den Ministerpräsidenten am Schluss schon so ein bisschen den Ausblick auf den Wahlkampf gehabt, dass diese Fragen der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, dass die wirklich eine Rolle spielen werden in der Auseinandersetzung? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass wenn man diese Fragen in den Mittelpunkt stellen würde, in den einzelnen Nationen und in Brüssel, dass man eine sehr viel stärkere Zustimmung zur europäischen Integration und mithin zur EU erreichen würde, als wenn wir nur über Fiskalpolitik, Sozialunion, Bankenunion und dergleichen reden. Das mögen alles wichtige Themen sein. Lassen Sie mich einen Schnitt machen. Wir haben über die große Herausforderung Außen- und Sicherheitspolitiken kurz gesprochen. Ich glaube, die überhaupt größte Herausforderung für die Wirtschaft ist im Moment die Digitalisierung. Und wir haben gehört vom Ministerpräsidenten, auch von Ihnen, Herr Wiesheu, Deutschland ist stark. Deutschland, Bayern ist vor allen Dingen sehr stark. Ohne das bayerische Wirtschaftswachstum sähe es ein bisschen schon anders aus, aber entschuldigen Sie, ich hatte so ein bisschen bei dem, was der Ministerpräsident gesagt hat, den Eindruck, ach, in der Digitalisierung, das wird schon auch automatisch laufen. Sehen Sie das auch so? Naja, da gibt es sicherlich viel zu tun in Deutschland, Europa insgesamt. Schauen Sie, wir Deutschen haben den Hang, bei großen Fragen immer ein Gesamtkonzept erst zu fordern. Wir müssen erst das Gesamtkonzept klar haben, bis hin in regulatorische Fragen etc., dann legen wir erst los. Beim Thema Digitalisierung hat man das einige Zeit auch spüren können. Zwischen Wirtschaft und Politik, dieses Ping-Pong, wer macht nun was, große Initiativen etc.
das einzig Richtige und Effektive, was wir in der Wirtschaft tun können, was mein Konzern beispielsweise tut, ist, sich reinzustürzen in das Thema Trial and Error, Dinge zu versuchen, zu experimentieren, schnell Erfahrungen zu sammeln und auf dem Wege dann fortzutun. Es gibt nicht den Königsweg zur Digitalisierung, es gibt auch kein Handbuch, wo man sagt, schlag nach auf Seite 152 unten, da steht es genau, wie du es machen musst. Das ist wirklich Trial and Error, das ist das Spannende auch an der Geschichte. Aber Geschwindigkeit in der Umsetzung ist ganz entscheidend. Schauen Sie, ich bekenne mich dazu, vor 2-3 Jahren habe ich auch noch gedacht, Digitalisierung, naja, ist das möglicherweise so eine Art Modeerscheinung? Geht das vorüber? Muss man das so ernst nehmen? Mittlerweile ist uns allen klar in der Wirtschaft, dass es kein Fashion ist, dass es Notwendigkeit ist. Und in allen Industriebereichen hat eigentlich ein Wettlauf eingesetzt, die eigenen Prozesse, die Entwicklungs-, die Produktionsprozesse, die Wertschöpfung, Product Support so rasch wie möglich zu digitalisieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln aufgrund der Verfügbarkeit dieser enormen Datenmengen. Wir sind in der Luft- und Raumfahrtindustrie Produzenten von unglaublichen Datenmengen. Wir messen beispielsweise bei unserem neuen A350, dem Langstreckenflugzeug, 450.000 Parameter mit 50.000 Sensoren im Flugzeug. Da reichen Gigabytes am Tag nicht mehr aus. Wir produzieren Terabytes mit einem Flugzeug. Aber ich würde mal sagen, heute schmeißen wir 99%, wahrscheinlich 99,9% der Daten in die Tonne und nutzen diese Daten nicht. Und so ist es in anderen Industriebereichen ja auch. Diese Daten besser zu nutzen, zur Beschleunigung, zur Effektivierung der eigenen Prozesse und dann zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Das ist die große Herausforderung. Aber wie gesagt, Handbuch gibt es dazu nicht. Muss man sich reinstürzen, die Ärmel hochkrempeln und experimentieren. Also Airbus war ja bisher ein Beispiel für ein Unternehmen, das technologisch in seiner Branche wirklich über viele Jahre führend war und sich immer den Kampf mit Boeing sozusagen leistet. Jetzt haben Sie in der Rede, ich glaube in Amsterdam oder in den Niederlanden, gesagt, wir müssen jeden Zentimeter unserer Industrie neu erfinden. Das hört sich ziemlich dramatisch an. Ist es auch so dramatisch? Ja, das sollte sich dramatisch anhören. Ich denke, es ist auch dramatisch. Denn wie ich vorhin schon sagte, der Wettlauf ist in vollem Gange. Und das ist nicht nur zwischen den beiden Großen, die sich natürlich nichts schenken, sondern die Wettbewerbslandschaft in der Luftfahrtindustrie wird in den nächsten Jahren neue Player sehen. Die Chinesen kommen natürlich. Die Eintrittsbarrieren im Luftfahrtgeschäft sind relativ hoch, deswegen dauert es seine Zeit. Die Brasilianer sind schon längst da, die Kanadier sind da. Aber dann ist sehr interessant, dass wir nicht nur die usual suspects, wenn man im Englischen sagt, unter Beobachtung haben müssen, sondern gerade auch die großen Internetkonzerne. Also Google hat eine eigene Division seit 2 Jahren, Google Wings, wo die mit unbemannten kleineren Flugzeugen heute experimentieren. Facebook denkt an eigene Satellitenflotten oder hochfliegende unbemannte Flugzeuge, so eine Art Hybrid zwischen hochfliegendem Flugzeug und Satelliten und so weiter und so weiter. Und es gibt viele, viele Startups, übrigens auch in Deutschland erfreulicherweise, die sich mit dem Fliegen sozusagen auf der Kurzstrecke beschäftigen. Denn das ist ja mit Händen zu greifen. Es ist schön, Autobahnen zu bauen, 6-spurige, 8-spurige etc. Aber wenn der Verkehr dann steht, dann guckt man schon mal in den Himmel und sagt, Mensch, da wäre doch Platz, da wären doch noch viele Bahnen, die man besetzen könnte, statt nur auf der platten Erde zu bleiben. Und diese Revolution im Transportwesen, die in Kalifornien ja losgetreten worden ist, durch Tesla vor allen Dingen und durch Google, was das autonome, also Elektrifizierung und autonomes Fahren, wird sich, davon bin ich fest überzeugt, fortsetzen in die dritte Dimension. Und wir sind nicht so weit entfernt von, nennen Sie es Lufttaxis oder Überkopters oder wie auch immer. Da wollte ich gerade einhaken. Sie haben selbst Tesla gesagt. Ich glaube, hier bei BMW redet man viel über Tesla. Vielleicht nicht immer öffentlich gleich so, aber intern schon. Und derselbe Mann, der Tesla gemacht hat, Elon Musk, schießt nun auf einmal auch Raketen in den Weltraum, und zwar Raketen, die wieder zurückkommen. Warum schafft er das?
was bisher kein anderer geschafft hat. Absolut. Das ist ein schönes Beispiel, den haben wir in der etablierten Raumfahrtindustrie viele Jahre unterschätzt, aber der ist genau nach dem Prinzip vorgegangen, Trial and Error. Also in der Raumfahrt gibt es sicherlich die allerhöchsten Sicherheitsstandards. Und bevor wir irgendwas testen, eine neue Ariane-Rakete etc., da wollen wir wirklich 99% sicher sein, dass das auch funktioniert. Der Musk hat gesagt, pass mal acht, 50% reicht mir. Wenn das Ding runterfällt, ist schade, aber ich lerne daraus. Ich lerne sehr viel schneller daraus, als wenn ich warte und optimiere und noch ein Jahr forsche und verbessere und dann meine 99% auf dem Papier habe. Und durch dieses Prinzip, das für uns in der Raumfahrt vor allen Dingen völlig revolutionär ist, hat er es geschafft, sehr viel rascher Fortschritte zu machen, als wir das in der konventionellen Industrie machen. Das ist ein schönes Beispiel, wo wir auch was lernen können, lernen werden. Wir werden sehen, dass wir bei der Entwicklung unserer nächsten Raketen deutlich schneller in der Entwicklung sind. Sie haben ja schon erwähnt, dass möglicherweise auch selbst für einen Flugzeughersteller, der Sie hauptsächlich sind, auf einmal Datengeschäft interessant wird. Ist das denn, es hört sich aber ein bisschen so an, wie Sie das vorhin geschildert haben, ja, wir haben viele Daten, vielleicht können wir damit was machen. Gibt es schon irgendwelche Ideen, welche Geschäftsmodelle daraus auch entstehen können? Darf ich Ihnen ein Beispiel nennen? Ich kann die Fluglinie hier nicht nennen, aber die ist 100% mit schönen Airbus-Flugzeugen bestückt, 200 ungefähr an der Zahl. Mit denen und einem Partner, einem Data Analytics Unternehmen, haben wir ein Projekt gemacht im letzten Jahr, in diesem Jahr. Die Aufgabe war, das Unternehmen hat gesagt, wenn ich die Verfügbarkeit meiner Flugzeuge um 10 oder 20% steigern könnte, das wäre natürlich unwahrscheinlich gut für meine Erträge, für meinen Cashflow etc. Was haben wir gemacht zusammen mit dem Data Analytics Unternehmen? Wir haben uns jedes Flugzeug angeschaut. Jedes Flugzeug ist wie jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit, wenn man so sagen darf. So wie jeder Mensch, der eine hat ein starkes Herz, der andere hat ein schwaches, dafür hat er eine starke Lunge, Leber oder sonst was, ist das auch bei Flugzeugen. Das eine Flugzeug hat gesündere Motoren, das andere Flugzeug hat eine bessere Sensorik, hat neuere Chips oder ältere. Und wenn Sie diese Daten erfassen, können Sie sozusagen wir nennen das Digital Twin, also ein Zwilling von diesem Flugzeug darstellen. Wenn Sie dann die Stärken und Schwächen dieses einzelnen Flugzeugs kennen, können Sie die Routen optimieren. Die gesunden Flugzeuge, die weniger häufig ausfallen, setzen Sie auf Routen, auf lange Routen, wie wir das nennen, wo Sie keine starke Ersatzteilbevorratung haben, weil Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Flugzeug nicht ausfällt. Die weniger gesunden, anfälligen Flugzeuge setzen Sie auf die Routen, wo, wenn das Flugzeug am Boden stehen bleibt, Sie innerhalb von Stunden die Ersatzteile haben und das Flugzeug wieder fliegen kann. Auf die Art und Weise haben wir in kurzer Zeit geschafft, die Verfügbarkeit, ich glaube, um über 20% zu... Und das ist nur ein Beispiel, woraus sich ein neues Geschäftsmodell entwickeln könnte. Und die Engine-Hersteller sind natürlich bei dem Thema auch mit vorne dran. Und es gibt viele andere Themen, die man sich da denken kann. Airbus ist ja nun ein extrem ingenieurgeprägtes Unternehmen mit wirklich sehr vielen Fachleuten, die über Jahrzehnte wissen, was Sie tun. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, auf einmal schreiben Sie, es war vielleicht erstmal nur eine Ausnahme, auch ein Projekt einfach auf einer Internetplattform aus. Das war dieses Projekt Airbus Drone Konzept zusammen mit einem Partner. Und ich denke mir, Ihre Ingenieure sehen das mit gewisser Skepsis. Da können Sie Gift drauf nehmen, Herr Ziesmann, dass Sie das mit Skepsis sehen. Und da sollten Sie auch mit Skepsis sehen. Wir haben einfach gesagt, und da waren wir nicht die Ersten, das haben andere auch schon vorher gesagt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir die alle intelligenten, innovativen Leute der Welt im eigenen Unternehmen haben. Brauche ich ja nicht. Aber wenn ich die ansprechen kann über so eine Internetplattform und sagen kann, pass auf, wir machen eine Ausschreibung. Wer hat die besten Ideen? Es ging um Design einer Transportdrohne, einer Cargo-Drohne. Wer hat die besten Ideen? Wer kann das Design machen? Und wir setzen einen Preis aus.
Das war aber in unserem Fall, glaube ich, 150.000 Euro oder sowas. Also ein relativ geringer Betrag. Und wir haben binnen weniger Monate weltweit über 400 Flugzeuge, Vorschläge bekommen. Über 80 sehr ausgereifte Vorschläge. Gewonnen hat am Ende jemand, der der Preisverleihung in Großbritannien auf der Farnborough Airshow nur digital beiwohnen konnte, weil er kein Visum bekommen hat oder rechtzeitig bekommen hat. Der junge Herr saß in Sibirien. Mhm. Der hat diese Ausschreibung gewonnen. Das ist übrigens im Zusammenspiel mit unseren Ingenieuren entstanden. Was man sich davon verspricht, ist eine Beschleunigung der Design- und Entwicklungsprozesse, eine drastische Reduzierung der Kosten. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir das intern mit unseren herkömmlichen Prozessen gemacht hätten, das hätte mindestens 2 Jahre gedauert und das hätte wahrscheinlich einen zweistelligen Millionenbetrag bedeutet. So, das heißt jetzt nicht, dass wir alle unsere Airbus-Arbeit outsourcen überall in die Welt. Aber ich denke, wir werden insgesamt in der Industrie mit diesem Prinzip Open Innovation, ob wir das wollen oder nicht, zunehmend konfrontiert werden. Und der Anerkenntnis, dass the best and the brightest nicht unbedingt nur im eigenen Unternehmen sind, sondern in vielen Stellen auf der Welt, aber bereit sind, für mein Unternehmen was zu leisten. Da kann es auch zu Kuriositäten kommen, dass ein Boeing-Ingenieur, der sich langweilt, an einem Thema für Airbus mitarbeitet oder umgekehrt ein Airbus-Ingenieur. Also diese Dinge sind möglich in dieser neuen Welt. Aber das Thema, Herr Wiesauer, wenn man das mal durchdenkt, auch für die Gewerkschaften, dass die Vollzeitanstellung nicht mehr das allein Seligmachende sein wird, dass man sich auf sehr viel flexiblere internationale Arbeitsteilungen und Arbeitsformen einstellen muss, das ist ein wahnsinnig spannendes, aber auch brisantes Thema. Machen wir uns nichts vor, diejenigen, die heute oft Digitalisierung vorantreiben, sind die berühmten Leute mit der umgedrehten Baseballcap auf dem Kopf und dem Kapuzenpulli. Können Sie solche Leute wirklich in so ein großes Unternehmen wie Airbus reinholen? Können Sie sie auch integrieren? Wir können sie für Airbus begeistern. Das Airbus Brand ist ein sehr starkes und interessanterweise in Europa wird Airbus für selbstverständlich erachtet und das ist ja auch Ausweis eines Erfolges, aber in anderen Teilen der Welt hat das eine sehr, sehr hohe Strahlkraft. Also wir können tatsächlich viele Leute auf der ganzen Welt für Airbus begeistern. Aber diese Sorte von Leuten würde ich nicht ins Unternehmen reinholen. Die müssen am Rand des Unternehmens angesiedelt werden, damit sie um Gottes Willen nicht erdrückt werden von den administrativen, bürokratischen Prozessen, die natürlich große Unternehmen haben, auch wenn sie sich noch so oft, sagen wir mal, häuten und ihre Headquarters und ihre Strukturen verschlanken. Das ist eigentlich das Erfolgsrezept. Wir haben zum Beispiel im Silicon Valley eine kleine Einheit, ein Innovation Center, mit dem das hervorragend funktioniert. Und wir werden das in anderen Bereichen, anderen, wie man so schön sagt, Hotspots sicherlich auch machen. Und Sie müssen diese Leute davor schützen, dass sie ins Unternehmen reingesaugt werden. In dem Moment haben die kein Interesse mehr, fürs Unternehmen zu arbeiten und gehen woanders hin. Das ist der Punkt. Nicht integrieren, sondern am Rande des Unternehmens ansiedeln, Beispiel geben, bewusst provozieren, zeigen, dass neue Prozesse, neue Technologien funktionieren, dass es schneller geht und das dann im Unternehmen sukzessive umsetzen. Das ist zumindest das Rezept, an das ich glaube. Das heißt aber auf der anderen Seite dann auch Abbau traditioneller Arbeitsplätze im Unternehmen. Sie bauen hier in Deutschland, wenn ich es richtig gelesen habe, hier im Raum München 1.000 Leute ab. Also, das ist eine interessante Zahl, Herr Ziesemann. Ich kann die nicht bestätigen. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt, wir sind noch dabei zu überlegen, was das bedeutet. Was wir tun ist, dass wir in unserem Integrationsprozess bei Airbus, wir haben ja als lockere Gruppe angefangen, EADS, European Aeronautic Defense and Space, klang schon recht politisch. Der nächste Schritt war, dass wir vor ein paar Jahren gesagt haben, das macht keinen Sinn. Die Amerikaner haben es übrigens immer wie eine Krankheit ausgesprochen. EADS. Ja, also schrecklich. EADS. Das stärkste Brand, 70% des Umsatzes macht Airbus Zivilflugzeuge. Also sollte das Brand auf den gesamten Konzern
übertragen werden. Wir hatten aber bis dato noch eine Holdingstruktur, Airbus Gruppe, deren Chef ich bin. Und wir haben jetzt gesagt, wir sind dazu reif, wenn ein Teil des Unternehmens so beherrschend ist, 70%, dass wir die Strukturen verschmelzen, die Gruppenstruktur, die Holdingstruktur mit Airbus Zivilflugzeuge. Es wird also nur noch ein Airbus geben ab dem nächsten Jahr. Und auch die Helikopter und die Defense und Space sind alle unter dem Logo Airbus. Und das führt natürlich zur Verschlankung von Strukturen. Wir haben Doppelstrukturen im Konzern. Das ist klar, zwischen Gruppe und Zivilflugzeuge. Und ehrlich gesagt, wir nutzen das auch, um uns fit zu machen für die Digitalisierung. Denn Digitalisierung heißt ja nicht, dass man jetzt in den Werken die Leute rausschmeißt und dort leaner wird. Das haben wir alles schon gemacht, diese ganzen Lean-Prozesse etc. Sondern, wie sagt man so schön, der Fisch stinkt vom Kopfe, sondern dass man auch am Kopfe des Unternehmens, an der Spitze des Unternehmens sich so schlank und effizient wie möglich aufstellt. Was da am Ende an Stellen abgebaut werden muss, da sitzen wir momentan dran, aber das werden bestimmt nicht 1000 Leute sein. Wir haben noch einige residuale Hauptsitzfunktionen oder Headquarter-Funktionen hier in Ottobrunn, die wir logischerweise nach Toulouse verlegen. Wir werden unseren Technologieladen in Ottobrunn wie auch in Frankreich und anderswo erheblich umkrempeln. Wir brauchen eine Technologieentwicklung, eine Corporate Technology, die, wie ich vorhin sagte, sehr viel offener ist für dieses Prinzip Open Innovation. Leute mit lebenslanger Anstellung sind in aller Regel nicht die innovativsten. Das heißt, wir müssen mehr projektbasierte Verträge einführen etc. Das ist also ein Umbrechen unserer Struktur, Forschung und Entwicklung. Aber ich kann Ihnen versichern, dass München, Ottobrunn bleibt einer der beiden Zentren unserer gruppenweiten Technologie und Forschungsanstrengungen. Und Herr Seehofer und Herr Wiesheu, Sie haben es ja vorhin in Ihren Beiträgen auch noch mal unterstrichen. Als jemand, der jetzt seit 25 Jahren hier unten lebt, weiß ich das auch aus eigener Erfahrung, wie attraktiv dieser Raum hier ist, gerade für Forscher und Technologen weltweit. Und München hat eine hohe Anziehungskraft und das werden wir auch weiter nutzen. Und Ottobrunn, wo wir auch den Ludwig-Bölkow-Campus auf- und ausgebaut haben, zusammen mit der TUM. Herr Herrmann war vorhin, glaube ich, hier. Okay, es sei entschuldigt, aber der ist unser Partner neben anderen in Ottobrunn. All das werden wir dort im Geiste des alten Ludwig Bölkow weiter betreiben und verstärken. Ich erlebe im Moment sehr oft, dass Chefs großer Unternehmen, wie Sie auch, eigentlich relativ begeistert über die Chancen der Digitalisierung und des Umbruchs im Unternehmen reden, aber Sie sind sich schon auch darüber im Klaren, dass Sie viele gerade im berühmten Mittelmanagement auch verunsichern. Und haben Sie manchmal auch Angst, dass vielleicht der Wandel ein bisschen zu schnell läuft? Sie haben ja in den letzten Jahren viel an den Strukturen des Unternehmens schon geändert. Da haben Sie völlig recht, Herr Ziesemer. Diese Sorge muss man haben, diese Sorge habe ich auch. Wir versuchen, unseren Leuten so gut wie möglich unter die Arme zu greifen, durch Weiterbildungsmaßnahmen, durch Qualifizierungsmaßnahmen. Wir haben vor einigen Monaten eine Airbus Leadership University gegründet, die in Toulouse, in Ottobrunn, in Großbritannien angesiedelt ist, die vor allen Dingen unser Management, mittleres Management, vorbereiten soll auf diese Digitalisierung, auf die Führungsaufgaben in der Zukunft. Lassen Sie mal kurz charakterisieren. Also der typische Industrieführer, der nach Befehl und Gehorsam an der Spitze steht und wenn die Krise kommt, selbst die Ärmel hochkrempelt und lass mich mal ran und der Chef macht das alles selbst und seine Mitarbeiter darüber frustriert, das wird es in Zukunft nicht sein. Wir brauchen Leute, die sich sehr viel stärker als Coach verstehen, die Hürden aus dem Weg räumen für Mitarbeiter und die in der Lage sind, ich sag mal, in dieser digitalen Welt tatsächlich effektiv zu kommunizieren. Also das ist eine große Forderung, aber ich kann die Welt nicht anders schnitzen, als sie ist. Und ich denke, und wir Industrieführer müssen natürlich in erster Linie die Chancen sehen, wir sehen auch die Risiken, dass sich der Wandel noch erheblich beschleunigen wird in den nächsten Jahren. Wenn das stimmt,
dass es exponentielle Entwicklungen geben wird bei Technologieentwicklung und in anderen Bereichen, durch exponentielle Entwicklungen bei Datengenerierung, bei Datenverarbeitung etc., dann kann man so schön sagen in Englisch, you ain't seen nothing yet. Und ob wir das gut finden oder nicht, ich würde das Tempo auch vielleicht etwas geringer gestalten, wenn ich der Ansicht wäre, ich hätte die Freiheit dazu. Wir müssen Gas geben und unsere Unternehmen auf diese Entwicklungen vorbereiten, denn sonst wird das Aufwachen umso schrecklicher sein. Lassen Sie uns, bevor ich noch Ihnen hier im Publikum auch zu zwei, drei Fragen die Gelegenheit geben möchte, lassen Sie uns noch zwei kurze Sachen zur Zukunft des Fliegens. Sie sind selbst Pilot und fliegen, können einen Hubschrauber fliegen und fliegen ihn auch ab und zu. Und Sie wissen, wie schwierig das ist, gefährlich auch ist. Und trotzdem reden wir jetzt auch bei Airbus, dass vielleicht bald Lufttaxis hier über München kreisen. Sie, glauben Sie wirklich daran? Ja, da glaube ich wirklich dran. Also morgen ist das noch nicht. Aber ich denke, die technologischen Voraussetzungen dafür sind heute weitgehend da und werden in wenigen Jahren komplett da sein. Die große Frage ist das regulatorische Umfeld. Wer reguliert das? Regulieren das die Leute, die auch die Taxiunternehmen auf dem Boden regulieren? Sind das die Luftaufsichtsbehörden? 5G übrigens wird eine wichtige Voraussetzung sein für das, weil wir brauchen eine ganz andere Übertragungsgeschwindigkeit für Daten bei autonomem Fliegen, als das heute möglich ist. Herr Seehofer erwähnte Huawei, die hier mit einem deutschen Konsortium, die chinesische Firma Huawei, die an dem Thema arbeiten, unter anderem. Also in einigen Jahren wird das technologisch möglich sein. Wir arbeiten heute an einem Projekt in Kalifornien, an einem autonomen fliegenden Taxi. Begriff gefällt mir nicht, aber lassen wir mal stehen, das hoffentlich im nächsten Jahr schon fliegen wird, also ersten Flüge machen wird. Das wird wesentlich schneller gehen, als die meisten Leute sich das vorstellen. Die große Frage ist, wollen wir es wegregulieren, weil diese Dinger könnten uns ja auf die Straße fallen oder auf den Kopf fallen und wie sicher muss es sein? Oder macht man es wie die Amerikaner und sagt, das probieren wir jetzt erstmal aus. Wenn wir dann feststellen, wir müssen Dinge regulieren, wir müssen Dinge verbieten oder in andere Bahnen lenken, dann machen wir das. Oder geben wir unserem deutschen Drang nach und sagen, aber erst müssen wir das mal reguliert haben, Gesamtkonzept und all das. Wir als Industrie stellen uns so auf, dass wir diese Experimente, die wir brauchen in den nächsten Jahren, übrigens auch wie die Autobauer mit ihrem autonomen Fahren zum Teil, dass wir die nicht in Europa machen. Da gibt es Städte wie Singapur, die uns einladen und sagen, komm, lass uns das machen, Shanghai und andere. Es wäre ein erheblicher Schaden, wenn wir in Deutschland und Europa diese Versuche nicht machen könnten. Ich hoffe, dass das kommen wird. Aber egal, wie wir uns dazu verhalten werden in Europa, dies wird kommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Anwendungen zunächst einmal außerhalb Europas fliegen werden, bevor es in Europa kommen wird. Aber die Zeit ist reif für sowas. Und es ist doch einfach, wie ich vorhin sagte, ist doch Nonsens. Wenn man schaut, wir haben da 8-spurige Autobahnen, selbst im Silicon Valley, dann stehen Sie da den halben Tag im Stau. Und darüber könnten Sie Luftstraßen belegen, die ein Quantum, eine Fraktion von dem kosten, ein Teil nur von dem kosten, was Autobahnen kosten. Herr Kerkhoff, ein Punkt noch zu dem Flughafen fällt mir gerade ein, wo Sie da sitzen. Ich meine, das wäre vielleicht noch ein gutes Argument in der zweiten Volksabstimmung, dass man den Leuten mal sagt, mit 2 oder 3 Kilometern Autobahn oder Bahnlinie kommen Sie nirgendwo hin. Mit 2 oder 3 Kilometer Runway kommen Sie in die ganze Welt. Das ist ein wichtiges Argument. Hatte nichts mit Ihrer Frage zu tun, aber fiel mir gerade ein. Passt schon. Letzte Frage meinerseits, dann sind Sie wie gesagt dran, aber bitte mit kurzen Fragen. Ich sage es gleich schon mal vorher. Zweites großes Projekt, an dem Sie auch arbeiten, hier in München zusammen mit Siemens Elektroflugzeug. Wann wird der Flugpassagier Ziesemer, der im Moment etwas genervt ist durch die ständigen Lufthansa-Streiks, aber das ist ein ganz anderes Thema,
Wann fliegt der zum ersten Mal mit einem Elektroflugzeug von, was weiß ich, München nach Frankfurt? Also der genervte Herr Ziesemer kann das schon in einigen Jahren machen, denn dann werden zumindest kleinere Flugzeuge mit 4 oder 6 Passagieren das schaffen. Wir haben ja ein kleines Flugzeug auch schon entwickelt, aber unser Ziel mit Siemens ist, die Grundlagen zu schaffen für das elektrische Fliegen. Wir stehen da noch relativ am Anfang. Wir müssen die Batterien, die Energiedichte, das ganze Antriebssystem natürlich entwickeln. In Ottobrunn werden wir keine Flugzeuge entwickeln, sondern wir werden die Grundlagen entwickeln in unserem E-Systems-Haus in Ottobrunn. Wenn alles gut läuft, dann sind wir vielleicht in 15 Jahren in der Lage, Regionalflugzeuge bis 90, 100 Sitze elektrisch angetrieben fliegen zu lassen. Dann braucht es auch keine Nachtflugverbote mehr, jedenfalls nicht für diese Flieger, weil die werden natürlich extrem leise sein in Start und Landung. Aber wie gesagt, wir stehen da noch ganz am Anfang. Es liegt in der Natur von Forschung, dass man nicht immer vorherbestimmen kann, wo man dabei rauskommt. Aber wir und Siemens sind überzeugt, und Siemens ist neben GE sicherlich weltweit am besten prädestiniert, unser Partner zu sein, dass es sich lohnt und dass es sich jetzt lohnt, mächtig zu investieren. Beide Firmen investieren hier in München in den nächsten 5 Jahren 3-stellige Millionenbeträge, um elektrisches Fliegen zu untersuchen und weiterzuentwickeln. Meine Damen und Herren, wir haben 2 Mikrofone, wenn ich das richtig sehe. Hier vorne ist gleich eine Frage. Sie müssten aber zum Mikrofon gehen. Oder es kommt zu Ihnen, noch besser. Herr Dr. Enders, werden wir wieder mal Supersonic fliegen? Lieber Herr Salzl, irgendwann schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir elektrisch fliegen, so wie ich gerade beschrieben habe, bevor wir jedenfalls im Passagierverkehr wieder Supersonic fliegen. Wir selber betreiben nach wie vor Grundlagenarbeit für Supersonic fliegen. Wir sind mit einem amerikanischen Unternehmen auch verbandelt, dass das für Geschäftsflugzeuge entwickeln will. Aber ich muss ehrlich zugeben, das hat momentan keine Priorität in unserem F&T-Budget. Da vorne ist eine Frage. Herr Dr. Enders, Sie haben im Zusammenhang mit der Wahl von Trump und dem TTP vor protektionistischen Tendenzen gewarnt. Aber man muss ja sehen, dass bei dem TTP eine Absicht war, geopolitisch. Man hat das größte Land im Pazifik, China, ausgeschlossen, während auf der anderen Seite von den Chinesen das Angebot auch an die Amerikaner kam, dass man gemeinsam im Rahmen von Win-Win-Zusammenarbeit Dinge machen sollte. Und wir haben jetzt eigentlich eine Chance, dass wir von den letzten Jahren der Konfrontation wegkommen und auch mit den Russen wieder in eine Zusammenarbeit kommen. Und wir sollten das eigentlich nutzen. Also das war eine Frage zur Kooperation mit den Russen. Ja, natürlich sollten wir mit den Russen kooperieren. Wir tun das auch auf relativ kleiner Flamme. Aber als Unternehmensführer akzeptiere ich den berühmten Primat der Politik. Und ich kann verstehen, dass politische Führer nicht hinnehmen wollen und nicht hinnehmen können, wenn international gültige Verträge einfach mal so gebrochen werden, Territorium besetzt wird, Krieg vom Zaune gebrochen wird. Ob Wirtschaftssanktionen das richtige Instrument sind, wie und wann das wirkt, ist nicht mein Thema. Aber ich kann nachvollziehen, dass man eine solche Verhaltensweise, wie sie die Russen an den Tag gelegt haben, nicht einfach unkommentiert und unsanktioniert stehen lassen kann. Aber darüber hinaus, wenn sich dieses Verhalten ändert, bin ich natürlich der Erste, der auch sagen würde mit anderen Industrieführern, lass uns die Zusammenarbeit wieder stärker aktivieren. Aber da sehe ich schon einen erheblichen Unterschied beispielsweise zum Verhalten anderer Akteure, auch der Chinesen. Und was die Ausgrenzung Chinas anbetrifft, naja, wenn Trump wirklich wahr macht, was er ja jetzt gerade verkündet hat, dass er TPP in die Tonne tritt, wenn er als Präsident vereidigt wird, dann hat sich der Ausschluss Chinas ja erübrigt. Dann geht es genau andersrum. Welthandel ist ein ganz kurzes Stichwort nochmal für mich, um was nachzufragen, weil es so aktuell ist. Vor einer Weile wurde Airbus abgewatscht von der WTO, jetzt ist Boeing dran. Also ja, immer wieder. Ja, während wir hier sprechen, geht das, glaube ich, heute Nachmittag über einen Ticker. Wissen Sie, das ist kein Thema, mit dem ich mich besonders intensiv noch beschäftige. Das Ding läuft schon seit 12 Jahren.
als die Amerikaner ein bilaterales Abkommen, das es zwischen Europa und Amerika gab, gebrochen haben bzw. ausgestiegen sind, damals im Wahlkampf 2004, George W. Bush, verdient haben an diesem Streit vor der WTO bisher nur die Law Firms, die Rechtsfirmen. Die haben mit Sicherheit Hunderte von Millionen eingesackt. Das Thema ist eigentlich völlig anachronistisch. Wir müssten uns global aufstellen, denn es ist längst nicht mehr so, dass wir im Duopol sind. Die Kanadier sind da, die kanadische Regierung hat gerade mal 2 Milliarden an Bombardier ausgegeben, reine Subsidies. Die Brasilianer sind da, die Chinesen kommen, die Russen. Und die Amerikaner und die Europäer behaken sich bei diesem WTO-Thema. Ich hoffe, dass der Schiedsspruch der WTO heute gegen Boeing die Kollegen vielleicht auch zum Nachdenken bringt. Da ist nämlich zum ersten Mal klar gesagt worden, dass Boeing prohibited subsidies, also verbotene Subventionen, bekommen hat, weil sie, was nicht überraschend ist, weil die Boeing-Subventionen nie zurückgezahlt werden müssen. Unser Airbus-System, Herr Weigel, Sie kennen es wahrscheinlich noch, beruht darauf, dass wir Zuschüsse kriegen zur Entwicklung, die wir dann später, wenn wir die Flugzeuge ausliefern, zurückzahlen mit Zinsen drauf und in vielen Fällen Royalties sozusagen on top, also über die Laufzeit des Programms. Mit anderen Worten, bei einem gesunden Flugzeugprogramm ist das sogar ein Geschäft für den Steuerzahler. Amerika ist es so, dass die Cranes bekommen, also sie kriegen Subventionen, die sie nicht zurückzahlen müssen, teilweise aus den einzelnen Bundesstaaten, Washington State, und dass die WTO gesagt hat, das sind prohibited subsidies, das müsst ihr abstellen, ist wunderbar. Ich habe aber keinen Zweifel daran, dass sich daraus was ändert. Die Amerikaner haben keinen guten Record, was das Befolgen von WTO-Entscheidungen anbetrifft. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage oder vielleicht sogar für zwei. Bitte sehr. Herr Enders, wir kennen uns vom Innovationsausschuss des VBW. Eine Frage, die betrifft die Lufthoheit von Google und Microsoft im Bereich von Standards, Kommunikationsstandards, Datenaustausch, standardessentiellen Patenten. Wird Airbus da in Zukunft eine Rolle mitspielen oder abhängig bleiben von diesen Standards? Das ist eine komplizierte Frage. Ich bin da wirklich kein Experte, ich kann darauf nur antworten. Das Problem ist uns bekannt, das gibt es ja auch in der Automobilindustrie. Wir versuchen das so weit wie möglich zu mitigieren. Wir versuchen auch zu kooperieren übrigens mit diesen Kollegen und gleichzeitig unsere eigenen Fähigkeiten, insbesondere im Softwarebereich, zu entwickeln, um nicht in eine komplette Abhängigkeit zu geraten. Aber wie Sie wissen, ist das kein leichtes Thema, das ist eine große Herausforderung. Hier vorne war noch eine Frage, bitte. Sie haben sehr intensiv die künftigen Verwerfungen in Ihrer Organisation, speziell im Mittelmanagement und im Bereich Forschung und Entwicklung geschildert. Das führt natürlich zu Angst, zu Existenzangst, was wiederum zu bestimmten politischen Konsequenzen führen könnte. Ihr Kollege von Siemens schlägt deswegen, unter anderem auch deswegen, eine Grundsicherung vor, um diese Angst wegzunehmen, Zukunftsangst und so weiter und so fort. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema Grundeinkommen für jedermann ohne Bedingung? Ganz einfach, ich halte davon nichts. Ich bin zumindest der Ansicht, solche Entscheidungen zu treffen, ist noch viel zu früh. Kein Mensch kann momentan wirklich absehen, wie sich die Digitalisierung der Arbeitswelt auswirkt. Es hat über die letzten 200 Jahre der Industrialisierung immer wieder ganz schwarze Prognosen gegeben, dass diese Erfindung und diese industrielle Revolution Arbeitslosenheere von ungekannter Größenordnung produzieren würde. Ich bin da nicht so sicher, ich bin da etwas optimistischer, aber in jedem Falle zum jetzigen Zeitpunkt so eine Forderung zu erheben oder Entscheidungen vorzubereiten, hielt ich für absolut verfrüht. Ich halte davon nichts. Ja, meine Damen und Herren, mir ist gesagt worden, wir müssen um halb Schluss machen. Wir sind in der Zeit und man nimmt ja immer nur Journalisten aus einem Grund für diese Rolle des Befragers, wie es vorhin so schön heißt, weil die gewohnt sind, die Zeitung muss fertig werden, also hören Sie immer pünktlich auf.
Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg heute Abend und bedanke mich. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und nächstes Jahr, habe ich gehört, ist hier ja wieder diese Traditionsveranstaltung und wir werden ein ganzes Stück schlauer sein, als wir heute sind. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Das war alles untergebracht, ne? Meine Damen und Herren, bitte noch ein paar Minuten warten. Ich möchte die Versammlung ordnungsgemäß beenden, aber ich möchte Ihnen, Herr Enders, Herr Ziesem, herzlich danken. Das war ein sehr lebhafter Auftritt, das war ein sehr informativer Auftritt. Und wir haben am Beispiel Airbus und den Entwicklungen dort und im Blick darüber hinaus eine ganze Menge gelernt. Ich glaube, über die Veränderungen der Prozesse, über die Veränderung der Strukturen, die daraus folgen, über die Veränderung der Arbeitsverhältnisse, die daraus zwingend folgen, über die Internationalisierung, die Digitalisierung. Wenn ich das so höre, dann gibt es ein Rollback zur Renationalisierung faktisch nicht oder kann es nicht geben. Denn alles, was digital läuft, all diese Dinge, die werden sich international entwickeln. Die kann keiner mehr stoppen an der Grenze, das kann nur Nordkorea. Aber ein anderes Land kann es nicht mehr. Deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte da drin die Chancen sehen, die drin liegen. Natürlich auch die Auswirkungen auf die Arbeitsplätze, auf deren Veränderung, die Auswirkungen aber auch auf die Ausbildung an den Universitäten, bei den dualen Ausbildungen. Die Umbrüche in der Tarifwelt muss man sehen, aber da bin ich auch Ihrer Meinung, man soll nicht erst über die negativen oder kritischen Folgen debattieren, bevor die Entwicklung überhaupt da ist. Sie ist da, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Wir hatten in den 90er Jahren eine Diskussion auch nach dem ersten Einbruch, da ging es um die Digitalisierung, um die Informations- und Kommunikationstechnik, Biotechnologie, sonst was. Da haben manche Leute gefragt, bevor wir das Geld ausgeben, soll man nicht vorher Technikfolgenabschätzung machen, wie sich das gesellschaftlich auswirkt. Das dauert dann ein Jahr oder zwei. Ich habe denen geantwortet, wenn wir das machen, das können wir tun. Dann sind wir aber im Wettbewerb schon wieder lange hinten dran. Also wir sind gezwungen, uns mit den Dingen auseinanderzusetzen und die Facetten zu diskutieren, aber bitte nicht gleich mit den Problemen anfangen, sondern erst einmal die Chancen sehen. Das war im Übrigen immer auch der bayerische Weg unter meinen Vorgängern und soll es auch sein unter den Nachfolgern. Wir haben immer erst die Chancen gesehen und die Probleme, soweit es gibt, die möglich war, dann auch gelöst. Und damit sind wir bisher gut gefahren und das wird auch für die Zukunft gelten. Wer mit der Stinkerei und mit den Problemen beginnt, der hat keine Chancen. Ich glaube, der Tag war erkenntnisreich und gut und positiv. Und ich glaube auch, dass wir einiges mitbekommen haben über die Bedeutung, die der Wandel nicht nur in der Wirtschaft, in der Technik, in der Innovation mit sich bringt, sondern auch über die Antworten, die wir politisch darauf geben müssen. Für mich war es interessant, dass Sie auch das Thema Europäische Union angesprochen haben und die Schwerpunkte, die dort gesetzt werden müssen, die Korrekturen, die dort gesetzt werden müssen. Frau Niebler, ich weiß nicht, ob sie da ist, die ist ja an den Themen in Brüssel mit tätig und beschäftigt und ist ja für den Wirtschaftsbeirat auch in Brüssel und Straßburg viel unterwegs. Es trifft zu, dass die Wahl von Trump ein Weckruf sein kann, hoffentlich ist, dass sich Europa einmal seiner eigenen Stärke, seiner Möglichkeiten besinnt und hier aktiv wird und nicht nur über Negativthemen von Gesamthaftung und sonstigem Zeug reden muss, sondern auch die Staaten dann ihrer Verantwortung gerecht werden, damit aus dem Kontinent nicht ein sterbender Kontinent wird, sondern ein sehr lebhafter, lebendiger Kontinent, der sein Potenzial und seine Macht und seine Fähigkeiten auch ausspielt international. Wir haben es selber in der Hand. Das, was gegründet worden ist vor 40, 50, 60 Jahren, das sollte weiterführt, ausgebaut und angepasst und geändert werden. Aber die Dinge liegen bei uns und wir sollten dieser Verantwortung gerecht werden. Die Notwendigkeit Europas, an der gibt es keinen Zweifel. Die richtige Reform zur rechten Zeit, dafür, glaube ich, sollte jetzt ein Anstoß gegeben worden sein. Ich danke Ihnen, Herr Enders, für Ihr Kommen, für diesen Auftritt, für die Informationen, die Sie vermittelt haben und Ihnen, Herr Ziesemer, für
den Dialog und die Fragen und die, die Themen, die Sie angesprochen haben in dieser Diskussion. Ich möchte noch danken den Sponsoren für ihre finanzielle Unterstützung. Und ich will sie noch einmal namentlich nennen, das gehört sich so. ILF Ingenieurgemeinschaft, der Genossenschaftsverband Bayern, Bauer Elektrounternehmen GmbH, die Molkerei Meckle, die Commerzbank, der Max Eicher, die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, der Sparkassenverband Bayern, die Diehl Stiftung, die Rhein-Main-Donau AG, die Merker Zement GmbH und die Oberbank. Ohne ihre Unterstützung könnten wir derartige Tagungen gar nicht durchführen. Ich danke auch dem Team von der Geschäftsstelle, dem Generalsekretär Hofmann mit seinen Mitarbeiterinnen. Ich danke allen, die hier mitgewirkt haben, den Medienvertretern, die hoffentlich gut berichten über diese Veranstaltung. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Teilnahme. Und ich lade Sie jetzt ein. Wir haben um 18 Uhr den Empfang des Wirtschaftsbeirats in der Residenz. Um 18.30 Uhr kommt die Frau Eigner zum Grußwort. Aber bevor wir jetzt Schluss machen, möchte ich Herrn Enders als kleines Souvenir, das hat sogar am Schreibtisch Platz, einen bayerischen Löwen übergeben. Sie vergessen Ihre Heimat sowieso nicht, weil Sie wöchentlich, haben Sie gesagt, an den Tegernsee kommen. Das ist erfreulich, aber das ist ein bisschen eine Erinnerung an die Tradition, die auch in Airbus, an die bayerische Tradition, nennen wir Strauß, die auch im Airbus steckt. Und ich will Ihnen, Herr Ziesemer, etwas übergeben, was er Enders natürlich kennt. Das ist das Lührs. Das ist ein Whisky aus dem Schliersee. Der hat in England eine große Auszeichnung bekommen. Also muss er was sein. Ist ein geistiges Getränk. Viel Vergnügen. Die Versammlung ist geschlossen. Dankeschön. Applaus